Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a 6 cents for imposters. So now I'm coming. Herzlich willkommen in der Walserfeldhalle in der Sportgemeinde Walsitzenheim, meine Damen und Herren, zur österreichischen Ringer-Bundesliga. Und wer sich im heutigen Jahr die Ringer-Bundesliga genauer angesehen hat, der wird draufkommen, dass sich eigentlich mit Ausnahme des AC Wals alle bereits federn lassen mussten, alle bereits einmal einen Kampf verloren haben. Das ist automatisch jetzt, dass der AC Wals dadurch in die Favoritenrolle gedrängt ist. Aber heute wird sicher ein spannender Kampf werden. Man weiß, der KSV Götzis hat in der letzten Woche 34-23 gegen den AC Hörbrands gewonnen. Daher bin ich mir sicher, dass unser Trainer Matthias Außerleitner alles daran setzt, heute eine tolle Aufstellung zu bringen. Und ich kann so viel verraten, die ersten 7 Kämpfe finden ja im freien Stil statt. Und da gibt es sicher ganz, ganz spannende Kämpfe. Ich kann nur so viel verraten, Simon Machel, Lokalmatador, hat eine ganz, ganz harte Aufgabe. Peter Notsch, ein internationaler Spitzenringer, wird sein Gegner sein. Aber was rede ich, meine Damen und Herren? Schauen Sie sich dann das an, es wird bald losgehen, wir haben noch ganze 10 Minuten. Und im Übrigen, der heutige Kampf steht ganz im Zeichen unseres Hauptsponsors Marx Reisen. Die Rosmarie Marx ist ja persönlich heute anwesend und Marx Reisen unterstützt seit vielen, vielen Jahren den AC Wals. Also ein bisschen Werbung darf ich hier machen. Sollten Sie also noch nicht Ihre Reise gebucht haben, schauen Sie jedenfalls bei Marx Reisen vorbei, da ist sicher was für Sie dabei. Gut, meine Damen und Herren, erwarten wir uns heute spannende Kämpfe. Ich glaube, das darf ich sagen. Und hoffentlich sind die Kämpfe auch unfallfrei. Spannung ist garantiert. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ringen ist eine der ältesten olympischen Sportarten der Welt. Aktuell wird in 2 Stilarten gerungen, den griechisch-römischen Stil, auch Greco-Roman genannt, und den freien Stil, auch Freestyle genannt. In der ersten Folge unseres Ringer einmal eins zeigen wir euch den Unterschied zwischen den beiden Stilarten. Im freien Stil ringen die Frauen als auch die Männer, im griechisch-römischen Stil hingegen nur die Männer. Beginnen wir mit dem freien Stil. Der olympische Ringkampf hat nur sehr wenig mit dem Catchen oder Profi-Wrestling zu tun. Grundsätzlich streng verboten sind Tritte und Schläge sowie Würge- und Hebeltechniken. Für Freistilkämpfe sind Griffe am gesamten Körper des Gegners erlaubt. Dies gilt im Stand wie auch im Bodenkampf. Auch die Beine dürfen aktiv für Techniken eingesetzt werden. Die Freistilkämpfe beginnen immer im Stand in einer tieferen Grundstellung, weil eben Freistilringer auch mit einem Beinangriff rechnen müssen. Griechisch-Römisch-Ringer hingegen brauchen einen Beinangriff nicht fürchten. Der ist ausdrücklich verboten. Grundsätzlich zählt nur der Körper oberhalb der Gürtellinie als Angriffsfläche. Dies gilt im Bodenkampf als auch im Stand. Verboten ist auch jede Art einer Beintechnik. Einige Unterschiede zwischen den beiden Stilarten gibt es auch, was den Verlauf eines Kampfes betrifft. Mehr dazu in einer der nächsten Folgen des Ringer einmal eins. Hallo liebe Sportfreunde, in der zweiten Folge des Ringer einmal eins machen wir das Reglement für den Mannschaftskampf zum Thema.
Wir erklären euch, wie die Punkte vergeben werden und wer teilnahmeberechtigt ist. Zuerst aber das Grundlegende. Ein Mannschaftskampf besteht aus 14 Einzelkämpfen. 7 im freien Stil und 7 im griechisch-römischen Stil. Verteilt sind die 14 Kämpfe jeweils auf 7 Gewichtsklassen. Erlaubt ist auch, wenn ein Ringer in beiden Stilarten antritt. Schon bei der Abwaage, eine Stunde vor Kampfbeginn, muss der Trainer die Aufstellung für den ersten Durchgang mit 7 Kämpfen einer Stilart abgeben. In der Pause danach die Aufstellung für die restlichen Paarungen. Für 2 der 14 Paarungen müssen mindestens 2 Junioren aufgeboten werden, egal in welcher Stilart. Hingegen ist die Nennung von Legionären beschränkt und entsprechend der Platzierung aus dem Vorjahr genau reglementiert. Etwas Besonderes ist die Vergabe der Mannschaftspunkte bei Mannschaftsringen. Je nach Verlauf des Kampfes werden 3 bis 5 Mannschaftspunkte verteilt. Ein Kampf geht grundsätzlich über 2 Runden zu jeweils 3 Minuten. Ein Schultersieg jedoch beendet die Begegnung sofort. Ein Schultersieg ist, wenn der Gegner auf beiden Schulterblättern zu liegen kommt. Erkämpft sich ein Ringer einen Vorsprung von 11 Wertungspunkten, wird ebenfalls vorzeitig abgebrochen. Genauso, wenn ein Ringer disqualifiziert wird oder vorzeitig aufgibt. Punkte bekommt eine Mannschaft zugesprochen. Für einen Schultersieg, für ein vorzeitiges Ende wegen technischer Überlegenheit ohne Wertung für den Gegner, bei Aufgabe auch wegen einer Verletzung, bei Disqualifikation zum Beispiel nach der 3. Verwarnung, bei Nicht-Antreten des Gegners. 4:1 Punkte bei einem Sieg wegen technischer Überlegenheit bei einer Wertung für den Gegner. 3:0 Punkte bei einem Sieg über 2 volle Runden ohne eine Wertung für den Gegner. 3:1 Punkte bei einem Sieg über volle Kampfdauer mit einer gegnerischen Wertung. Der Sieger des Abends ist jenes Team, das am Ende die meisten Mannschaftspunkte gesammelt hat. Das Besondere bei diesem Punkteschlüssel ist, dass ein Ringer trotz Niederlage zu einem positiven Mannschaftsendergebnis beitragen kann. Das sorgt für viel Spannung. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Ringer 1x1.
Yeah.
Sehr geehrte Ringsportfreunde, ein herzliches Grüß Gott hier aus der Waldhofelhalle, aus der Sportgemeinde Wald-Sitzenheim. Es freut uns, dass ihr beim zweiten Livestream des AC Wals wieder mit dabei seid. Mein Name ist Josef Berger vom AC Wals und es freut mich, dass ich heute bei mir begrüßen darf an Florian Machl. Wir beide werden euch heute durch den gemeinsamen Ringsportabend begleiten. Florian ist ja ein bekanntes Gesicht aus der Ringsportszene, langjähriger nationaler und internationaler Ringer vom AC Wals. Und ja, Florian, unser heutiger Gegner, der KSV Götzis aus Vorarlberg, aus dem Ländle, ein altbekannter Gegner. Wie siehst du die heutige Begegnung? Ja, zuerst einmal hallo auch von meiner Seite. Begegnung ist wirklich so, dass der AC Wals das Ziel schon sein muss, dass wir gewinnen. Der KSV Götzis kommt sicher nicht mit der vollen Mannschaft, der dann vielleicht ein bisschen die Kräfte schonen, um für die anderen Kämpfe, da wo es für die ums Finale geht. Aber wir haben einige spannende Begegnungen. Vor allem, ich glaube, der Michael Simon gegen einen Notch Peter ist eine Begegnung auf internationalem Niveau. Und da sind wir gespannt. Sehr gut, es geht ja schon los. Der erste Kampf ist ja an den AC Wals gegangen, also Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Da hat der KSV Götzis keinen Gegner gestellt gegen Dingaschwili Roberti vom AC Wals und somit kommen wir bereits zum zweiten Kampf. Der zweite Kampf in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm für den AC Wals Macharachwili Givi und für den KSV Götzis der Hörmann Lukas. Gerungen wird die erste Runde im freien Stil, also die ersten 7 Kämpfe freien Stil, was bedeutet, dass eben hier auch die Beine attackiert werden dürfen und die zweite Runde dann im griechisch-römischen Stil. Florian, erster Kampf. Genau. Also ganz klarer Favorit von unserer Seite, der Givi, ein internationaler Topmann, 23 Weltmeister, also ihre Erfolge. Und ja, Lukas Hörmann ist ein Lokalmatador aus Vorarlberg, aus Götzis, ein griechisch-römisch-Spezialist, der es heute sicher nicht leicht hat, wie man sieht. Der Givi führt gleich mit 6 Punkten, ein super Schulterschwung am Anfang. Der Givi doch ein Freistil-Spezialist, also für dann hör mal, Lukas, der doch eher griechisch-römisch bevorzugt, wird sicher ganz schwierig. Und es steht ja bereits 6:0 für den Ringer im roten Trikot, für den Ringer vom AC Wals. Schöner Schwunggriff zu Beginn, gefolgt vom Durchdreher.
ja, ich glaube, da ist einfach der Lukas ein bisschen überrascht worden. Und genau, jetzt haben wir eine kurze Pause. Eine leichte Verletzung vom Ringer aus Wals. Wird gleich weitergehen. Es wird jetzt da einfach, es gibt glaube ich eine leichte Blutung, die wird einfach gestoppt, dass man nichts mehr auf der Matte hat. Und mit so einem Tape. Und genau, geht ganz normal weiter. Wie lange hat der Ringer Zeit, damit er den Kampf wieder fortführen kann? Oder? Es gibt eine Verletzungszeit. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es sind netto 2 Minuten. Also es wird wirklich auf die Sekunde pro Sportler gestoppt. Das ist die maximale Zeit, was er benötigen darf für solche Pausen. Vielleicht auch ganz interessant für Verletzungspausen. Muss die Verletzung immer offensichtlich sein, sonst wird einem Gegner ein Punkt zugesprochen. Also man kann sich jetzt auch keine Verschnaufpausen gönnen, sondern... Also Zeitschinden ist da schwierig, oder? Gibt's nicht mehr, genau. Finger lösen, no fingers. Nach wie vor 6:0 für den Ringer aus Wals. Er bewegt den schweren Hörmann auch. Ein kleines Kunststück. Jetzt haben wir eine Ermahnung für den blauen Ringer. Das heißt, es wird in Passivität zugesprochen. Das heißt, er muss mehr aktiv sein, er muss mehr probieren, mehr für den Kampf da. Und genau, bei einer weiteren Vermahnung wird dann die Passivitätszeit angezeigt, wo auch noch ein Punkt, Strafpunkt zur Folge sein kann. Weitere schöne Zweiwertung. Ja, es schaut recht sicher aus. Es schaut danach aus, er lässt sich auf keine Spielchen ein. Hermann Lukas ist doch etwas schwer, dann hat ihm da leichte Gewichtsvorteile. Aber ein sicherer 8:0 Vorsprung für den Walser Ringer. Lukas, sein Ziel wird sicher sein, dass er da irgendwie einen Punkt vielleicht mitnimmt. Ein technischer Punkt im Kampf ist gleich ein Mannschaftspunkt in der Gesamtwertung. Das wird wahrscheinlich das große Ziel für den Lukas sein. Für den Givi, der schaut sicher, dass er die 11 Punkte Differenz hat. Das ist somit der maximale Gewinn und wären 4 Punkte für Nazi Wals. Das wird da sicher angestrebt werden. Ja, im ersten Kampfabschnitt haben wir noch 5 Sekunden, dann sind die ersten 3 Minuten vorbei. Und es bleibt bei einem klaren 8:0 Vorsprung für Macharashvili Givi von Nazi Wals. Pause haben wir jetzt 30 Sekunden, also 30 Sekunden Zeit für die Ringer, sich hier noch einige Anweisungen vom Trainerteam, vom Trainerstab abzuholen und um kurz auszuschnaufen. Der Ringer im Rotnikow wirkt sehr souverän, lässt sich sehr erfahren, sehr routiniert, lässt sich auf keine Spiele ein, lässt er das Mehrgewicht nicht zu und ringt flink, beweglich, greift an und macht sichere Punkte. Ja, es schaut alles sehr, sehr sicher aus. Ja, kurz vor der nächsten Zweiwertung probiert hier Kopfklammer. Täuscht Kopfklammer an und macht die 2. Jetzt fehlt ihm nur mehr ein Punkt zur technischen Überlegenheit. Probiert es mit einem Durchdreher. Sicher ein schwieriges Unterfangen, weil der Ringer im blauen Trikot schwerer ist, aber trotzdem souverän, technisch überlegen, Givi Macharashvili, super Kampf, Gratulation. Somit geht das Punktemaximum aus diesem Kampf, vier Mannschaftspunkte gehen an den AC Wals. Gewinner im roten Trikot, Macharashvili Givi für die Walser Ringer und somit geht der AC Wals nach dem zweiten Kampf bereits mit 8:0 in Führung. Nächste Gewichtsklasse ist die Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm.
Im roten Trikot für den AC Wald sehen wir Bektemirov Muhammed und im blauen Trikot für den KSV Götzis, für die Vorarlberger, Abakurov Rashid im blauen Trikot. Wird ein wirklich spannender, sehr interessanter Kampf. Es sind beide sehr junge Sportler, sind im Kadettenbereich tätig, sprich unter 17 Jahren. Beide im österreichischen Nationalteam und ich glaube, die kennen sich auch sehr gut von den Trainingslager. Da sind wir wirklich gespannt. Es wird, glaube ich, ein offener Kampf. Und dann hoffen wir natürlich für den Balsaringer, dass am Ende die Hand nach oben gereicht wird. Ein schöner Angriff auf den Knöchel. Counterattacke vom blauen Ringer. 2 Punkte für Blau. Super Freistoßwertung. Der rote Ringer versucht jetzt, dass er da rauskommt und hintermann wird, sprich den blauen kontrolliert. Genau, das macht er jetzt. Bekommt keine Wertung. Ah, überraschend keine Wertung. War zwar ein schöner Beinangriff vom Walser Ringer im roten Trikot, aber er hat den Vorteil nicht nutzen können. Ist durch eine Konteraktion jetzt mit 2:0 im Rückstand. Man sieht im freien Stil, haben wir eine gebückte Haltung. Der Ringer schaut, dass er die Füße, die Beine weit weg vom Gegner bringt, dass er schnell reagieren kann bei Beinangriffen. Später im griechisch-römischen Stil werden wir ein ganz anderes Stilort sehen, wo weniger Distanz ist, wo man auf die Beine einfach nicht aufpassen muss. Die zwei Jungs sind irre schnell und machen das sehr gut. Versuch. Aber es bleibt nach wie vor beim 2:0 für Abakurov Rashid vom KSV Götzis. Der Schiedsrichter wird das jetzt die Aktion bald beenden, wenn nicht bald was passiert. Die zwei Jungs sind nur beim Auskämpfen. Zwei Wertung für den blauen Ringer. Somit 4:0 Führung. Sind eigentlich immer durch Konterattacken immer zum Punkt kommen, der blaue Ringer. Ist ganz ein knapper Kampf, könnte genau umgekehrt 4:0 für den roten stehen. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Er hat jetzt im ersten Kampfabschnitt noch 39 Sekunden Zeit, also knapp eine halbe Minute. Aber wie du richtig sagst, Florian, die Angriffe kommen eher vom Ringer im roten Trikot, aber er ist doch zweimal erst eben ausgekontert worden. Aber er bleibt dran. Der Mohamed ist ja bekannt für seinen Kampfeswillen. Er will unbedingt gewinnen und hat jetzt auch schon 2 super Kämpfe in der Bundesliga gezeigt. Immer knappe Kämpfe, immer bis zur letzten Sekunde. Hat einen Ali Rizzatun geschlagen, einen arrivierten Sportler in Österreich. Und ja, schaut es gerade nicht so gut aus. 6:0 Rückstand. Wir hoffen, dass wir da noch eine Wende einführen können. Pause 6:0 für den blauen Ringer vom KSV Götzis. Ja, bis jetzt schaut es sehr sicher aus vom Ringer im blauen Trikot. Er lässt sich auf keine Spielchen ein und holt Punkt für Punkt und hat mittlerweile eben einen 6:0 Vorsprung. Also in der zweiten Hälfte muss der Muheim etwas einfallen lassen. So, zweiter Kampfabschnitt in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm. Ja, das Ziel muss natürlich sein, dass man die Angriffe oder Beginn eigentlich auch stark ist, wo man immer zum Bein kommt, dass man die weiterführt und letztendlich auch zur Wertung bringt. Das ist jetzt immer knapp gescheitert. Dadurch auch ein relativ hoher Rückstand, aber ich glaube, der Kampf ist nicht so,
so einseitig, wie es jetzt auf der Punktetafel ersichtlich ist. Ist auf alle Fälle noch nicht vorbei. Er bleibt dran und nächster Angriff. Ein sehr hohes Tempo, konditionell, sehr anspruchsvoll. Jetzt kommen wir in die fünfte Minute vom Kampfabschnitt. Entscheidet sich dann auf den Schluss. Ein Rückwärtshalter von Blauen als Verteidigung wird weiter ausgekämpft. Au! Nein! Ja, ist jetzt schwierig. Zwei Rot muss auch dabei gewesen sein. Er gibt wieder keine zwei Punkte für den roten Ringer. Bereits der zweite Angriff, wo er keine Wertung kriegt. Und die zwei Punkte gehen an den Ringer im blauen Trikot und somit eine 8:0 Führung. Aber jetzt sind die zwei Punkte da. Super Zwarer, also meines Erachtens hätte vorher auch schon Wertung sein müssen. Der blaue Ringer wurde angekippt. Jetzt haben wir 8:2, wieder 6 Punkte Differenz. Aber jetzt, sagen wir, jetzt kommt die heiße Phase vom Kampf, die letzten 1,5 Minuten. Da ist noch alles möglich. Ja, aber zumindest sind es eben zwei Punkte für Bektimirov Muhammed auf der Zählertafel. Ist ja wichtig für die Mannschaftswertung, dass er eben hier Punkte mitnimmt. Aber wie gesagt, der Kampf ist noch nicht vorbei. Super, es geht vier weiter, Punkte. Weiter. Wir müssen vier. Gibt er zwei. Da geht es eben genau darum, ob der blaue Ringer auf dem Rücken fällt oder am Bauch. Und genau dieser 90-Grad-Winkel, wenn er da drüber ist, dann gibt es vier Punkte, sonst zwei. Der Schiedsrichter hat jetzt zwei geben. Ja, jetzt der Angriff vom Ringer vom KSV Götzis und er holt die zwei Punkte und geht somit 10:4 in Führung. So, eine Minute geht es noch, aber der Vorsprung ist jetzt doch schon relativ groß. Sag einmal so, der Schiedsrichter meint heute gut mit Apakarov Rashid. Das würde ich auch sagen, also es waren jetzt schon einige. Aber das war eine schöne Aktion. Das war eine schöne Viererwertung. Was der Viererwertung hat leider ein vorzeitiges Ende zufolge. Und Sieger ist der Ringer vom KSV Götzis. Apakarov Rashid. Hat einen guten Kampf gemacht. Hat das doch ganz clever gemacht, würde ich sagen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Er hat am Anfang abgewartet, hat super ausgemacht, hat clevere Punkte gemacht und mit der Hilfe vielleicht ein bisschen vom Schiedsrichter das zu Ende geführt. Man muss auch gratulieren lassen. Aber trotzdem, denke ich, verdient der Sieger. Genau. Apakarov Rashid vom KSV Götzis und somit gehen diese Mannschaftspunkte nach Vorarlberg. Ja, ist die erste Niederlage für Muhammed in der Bundesliga, ein ganz junger Sportler. Muss man auch, also aus Niederlagen kann man lernen. Er wird den Kampf sicher noch analysieren und kann nur seine Fehler lernen. Ja, nächsten Kampf sehen wir in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Misalimov, Amir Khan für den AC Wals und er ringt heute gegen Kogler Martin vom KSV Götzis. Ja, haben wir einen sehr spannenden Kampf auf der anderen Seite vom AC Wals, der Misalimov Amir Khan, ein sehr erfahrener Sportler, technisch, also für mich ein brillanter Ringer. Ich kenne wenige Ringer, die so ein Gefühl haben und technisch so eine Vielfalt auch haben. Und auf der anderen Seite haben wir Kogler Martin, ein sehr erfahrener Ringer, vom Vorarlberger Eigengewächs und ja, ich denke, gut. Der Kogler Martin ist immer wieder für Überraschungen gut, das hat er in der Vergangenheit bereits mehrmals gezeigt und ja, freuen wir uns auf einen interessanten Kampf. Genau, der Martin ist sehr schwer mit ihm zu ringen, er ist ein sehr, wie soll ich sagen, unorthodoxer Ringer, sehr gut im Konter, darum sieht man auch gleich, dass da jetzt nicht so ein hohes Tempo am Anfang ist, dass die Ringer ein bisschen abwarten und schauen, was passiert, genau. Erster Angriff.
Aktion. Man sieht, beim Auskämpfen sind beide sehr vorsichtig. Keiner will einen Punkt abgeben, keiner will ausgekontert werden. Der Kampf wird im Stand weitergeführt. Ja, hier noch ein Abtasten nach der ersten Minute. Aber jetzt der erste Angriff von Amir Khan Visalimov. Aber das ist genau das, was wir gesagt haben. Genau. Immer gefährlich. Man darf sich eben da nie sicher sein, wie wir eingangs erwähnt haben, Kugler Martin ist immer für Überraschungen gut und das haben wir in der Aktion, glaube ich, wieder ganz gut gesehen. Also Angriff von Visalimov Amir Khan vom Ring im roten Trikot und schon war der Konter da und somit steht es 2-2. Also das ist wirklich schön zum Anschauen. Ein wunderschöner Angriff, wunderschöner Konter. Also das ist Freistringer, das sieht man gern. 2-2, der Kampf ist ausgeglichen. Jetzt haben wir die zwei wieder erkannt. Wieder ähnliches Bild, Angriff von Visalimov Amir Khan und der nächste Konter von Kugler Martin, der somit 4-2 in Führung geht. Er hat ihn jetzt ganz gefährlich in seiner Beinschere gehabt. Ganz, ganz schwierige Situation für den Amir Khan. Aber super Konter wieder von Martin. Und ja, Gott sei Dank ist er da rausgekommen. Der Martin ist Obermann. Und es geht wieder. Schultersieg hat das vorzeitige Ende dieses Kampfes bedeutet. 4-2 Führung für Kugler Martin vom KSV Gürzis. Und jetzt muss sich der Ringer im roten Trikot was einfallen lassen. Mit 20 Sekunden im ersten Kampfabschnitt. Sehr technischer Kampf. Ja. Nächster Angriff. Aber man merkt, dass es hier nicht richtig traut. Also dass er jetzt eben auch etwas zurückhaltend ist, nachdem er bereits zweimal eine Konterwertung verloren hat. Ja, es bleibt beim 4-2 für Kugler Martin vom KSV Gürzis, der mit einem knappen Vorsprung hier in den zweiten Kampfabschnitt geht. Ja. Bleibt auf alle Fälle spannend. Aber technisch, schöne Aktionen. Tempo war jetzt nicht so hoch, dafür haben wir wirklich schöne Aktionen gesehen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Angriffe von beiden Seiten. Auch der Kugler Martin hat gleich den ersten Angriff gestartet, der eher Konterringer ist. Und ja, wunderschöne Konterattacken von beiden. Sehr vielfältig. So, die Ringer sind zurück auf der Matte und wir kommen zu den zweiten 3 Minuten Kampfzeit. Und nächster Angriff von Visalimov Amir Khan, der eigentlich immer die Beine recht gut erwischt, aber dann ist es immer schwierig. Er hat einen leichten Stopper drinnen. Ich glaube, wenn er da wirklich gleich weiter drauf gewürt, wäre der Punkt ein bisschen leichter zu erreichen. Aber wie gesagt, jetzt sieht man, es geht jetzt dann ums Ankippen, wenn er über diese 90 Grad Winkel drüber kommt, genau wie jetzt, sollte es 2 Punkte eigentlich geben, aber nicht für den Blauen. Das sind 2 Punkte rot normalerweise. Ja, und die nächste Konteraktion und die Führung wird immer größer. Die Führung jetzt bereits 6-2, also 4 Punkte Vorsprung für Kugler Martin vom KSV Gürzis. Josef, wie siehst du das? Hast du jetzt auch 2er für Blau gesehen? Schwierige Entscheidung, oder, vom Schiedsrichter? Es ist immer schwierig, weil die Angriffe an und für sich eben auch vom roten Ringer kommen und normalerweise so jetzt offensives Ringen oder jetzt eben Angriffe sollten eben auch belohnt werden. Aber ja, aber er macht es auf der anderen Seite immer recht gut, also. Ja, sehr klug. Aber kann er hat an und für sich den Kopfklammer, hat ihn sehr gut eigentlich, also das ist wirklich, ja, jetzt ist er raus, Gott sei Dank. Das ist ein gefährlicher Griff, die Kopfklammer, wo man wirklich, sag ich mal, am Hals einen irre Druck draufkriegt. Eine unangenehme Situation, wenn man da drinnen hängt. Er bringt seine Aktionen halt einfach nicht richtig fertig. Also er kommt eigentlich gut zu den Beinen, die Beinangriffe sind gut, aber dann geht es einfach auch nicht weiter. Ich denke, man kennt ihm auch seine lange Verletzungspause an, dass er einfach noch nicht bei 100% ist. Aber wie gesagt, eben Kugler Martin macht es gut und wie eingangs erwähnt, ich glaube, das hat sich wieder bestätigt, dass er einfach immer gefährlich und unangenehm zum Ringen ist.
So, 1 Minute 20 hat er noch. Der nächste Beinangriff. Genau, jetzt. Super, aber, genau, jetzt ist die Wertung, glaube ich, da. Jetzt müssen die 2 Punkte da sein, genau. Super. So ist es. Er bringt seinen Angriff erst einmal durch und verkürzt den Rückstand. Und somit nur noch 6-2 Führung. Aber Durchdreher, die nächste 2, und super. Aufpassen da. Aufreißertechnik, 6-6, das war es, der Ausgleich. Genau. Und er macht die Wertung fertig. Eine gefährliche Lage. Genau, der Blauringer kann da mit der Zone entfliegen, da ist immer der Kopf ausschlaggebend. Wenn der Kopf draußen ist, dann wird abgepfiffen und es geht in der Mitte von der Matte weiter. War eine schwierige Situation, er war in einer gefährlichen Lage, ist da gut rausgekommen. 6-6, der Kampf ist wieder ausgeglichen. Der rote Ringer, der Amerikaner ist vorne. Ich glaube wegen der letzten Wertung. Ja genau, der letzten Wertung. Und es geht noch 35 Sekunden. Spannend. Ja, jetzt hat sich das Blatt gewendet. Also jetzt ist so, dass der Kogler Martin angreifen sollte, wenn er diesen Kampf noch gewinnen will. Wie wir Martin kennen, wird er sich das auf die letzten Sekunden mit einer Überraschungsattacke aufgehalten. Es passiert jetzt nicht viel, aber wir haben nur mehr 13, 10, 12 Sekunden und jetzt werden die Attacken kommen von Martin. Genau, so ist. Und jetzt muss Hassan Bein halten. 3 Sekunden, passiert noch was? Nein, es dürfte nichts mehr passieren. Super, Amerikan, 6-6. Ah, irre spannender Kampf. Mit dem besseren Ende für den Ringer vom AC Wals. Beide sichtlich erschöpft. Spannender Kampf, super schöne Aktionen. So gefällt uns Ringsport. Ja, der Kampf hat gehalten, was er versprochen hat. Und der Sieger ist der Ringer im roten Trikot. Sieger ist der Visalimov Amerikan vom AC Wals. Spannender Kampf bis zur letzten Sekunde. Und somit geht der AC Wals mit 12-5 in Führung. Und wir kommen zum nächsten Kampf. Das ist die Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm. Im roten Trikot für den AC Wals sehen wir Janac Gabriel und im blauen Trikot sehen wir für den KSV Götzis Kenesarian Abdragmann. Ich denke, der Kampf verspricht auch wieder Spannung. Das sind beide Freistil-Spezialisten. Das sieht man schon die ersten Sekunden. Der blaue Ringer Kenesarian Abdragmann, eine gewaltige Saison bis jetzt gerungen, mit einem ganz überraschenden Sieger über einen Georgier, der für Georgien auf die Weltmeisterschaft fährt. Wir wissen, Georgien ist ein Ringsportland. Oh, schöner Angriff für das Gewinn vom Gabriel. Beide sehr flinke Ringer, sehr schnell, ganz hohes Tempo. Schöner Versuch, der Griff heißt Seitef, ist nach dem Bouvard Seitef benannt, der den eigentlich ja, mehr oder weniger erfunden hat. Ich glaube, der einzige Ringer mit 3 Olympiagoldmedaillen im freien Stil, in einer mittleren Gewichtsklasse, sagen wir mal so. Ja, hier die erste Ermahnung für den Ringer im roten Trikot, die Ermahnung für Janac Gabriel. Was bedeutet, dass er aktiv ringen muss. Da haben wir diese Aktivitäts- oder Passivitätszeit. Der rote Ringer muss jetzt in den nächsten 30 Sekunden versuchen, eine Wertung zu machen. Gelingt ihm das nicht, gibt es einen Punkt. Für den blauen Ringer. Ui, ei. Das wäre eine schöne Aktion von Gabriel Gwen, super ausgekontert. Von Abdragmann. 4 Punkte für Blau. Jetzt gilt es zum verteidigen Boden. Da die Fosse zu lösen, muss man aufpassen. Ei.
Das hat er schön gemacht. Eine weitere Zweierwertung. 6:0 schon für den blauen Ringer. Gabriel probiert jetzt, dass er da. Jetzt hat er die Fossart lösen können. Soll es dann bald im Stand weitergehen. 8:0, ja, das ist eine große Führung, waren schöne Aktionen. Jetzt muss der Gabriel kommen. Ja, und die gute Form von Kenesarian Abdrakman hat sich bestätigt, da in dem Kampf wieder Top-Leistung, bereits 8:0 Führung. Der Angriff gelingt nicht und jetzt die Konterchance. Jetzt geht es darum, dass. Ai. Jetzt haben wir schon 10-0 Führung. 11 Punkte Unterschied würde die technische Überlegenheit bedeuten. Wichtig wäre jetzt, die Bodenlage zu verteidigen und dann auch probieren, noch eine Wertung zu machen. Ja, noch 5 Sekunden im ersten Kampfabschnitt. Nächster Angriff. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, so ist. Die Pause kommt ihm zuvor und somit 30 Sekunden Pause. Und Kenesarian geht mit einer klaren 10:0 Führung hier in die zweite Runde. Also wird eine schwierige Aufgabe hier in der zweiten Runde für den Ringer im roten Trikot für Janacz Gabriel. Aber wir haben sehr gute Ansätze von Gabriel. Wir haben Beinangriffe, die was auch wirklich am Fuß ankommen. Wir haben diese Seiteversuche, die was kurz vor dem Punktegewinn sind. Also es ist da schon was möglich. Natürlich macht es der blaue Ringer nicht, an Gabriel nicht leicht. Und sind wir gespannt, wie es weitergeht. Die beiden Ringer sind schon wieder in der Mitte und es geht schon wieder los. Schnelle Attacken. Ja, super! Ja, super Aktion. Zwei muss da sein. 2 Punkte genau für Gabriel. Gut. Wunderschön, genau das war das. Super weitergeführt, ohne Pause. Blitzsaubere Attacke. Somit haben wir auch den Mannschaftspunkt in der Gesamtwertung für den AC Wals. Und nur mehr 8 Punkte Differenz. Ja, das können am Ende des Tages oft einmal wichtige Punkte sein, weil sie eben doch eben auch Mannschaftspunkte sind. Wanderringer eine technische Wertung anbringt. Wieder. Und nächster Angriff, das macht er wirklich super. Du musst draufbleiben, Fuß hochziehen, auf 4 drauf, knapp am Überstürzer. Super Angriffe von Gabriel, blitzschnell sind die. Der Kenesarian kann da eigentlich nicht wirklich reagieren, erst wenn er den Fuß, wenn er Fuß schon hat. Jetzt muss er aufpassen. Aufpassen, ah, ja. Alles. Naja. Dann gibt er hier die 2 Punkte und somit haben wir da einen vorzeitigen Sieger. Naja, schade. Jetzt hat sich den Anschein gemacht, dass er in der zweiten Hälfte nochmal aufholen könnte, aber Sieger in diesem Kampf, Kenesarian Abdrakman für den KSV Götzis. Mit einem klaren 14:2 holt er hier die Mannschaftspunkte. So, jetzt kommt sicherlich, sage ich mal, der Top-Kampf in der Freistilrunde. Wir haben Machel Simon, Österreichs wahrscheinlich, ja, Österreichs stärkster Freistilringer. Gegen einen Notch später ungarischer Griechisch Röning sowie Freistil-Spezialist, hat sogar ihren Junioren-Europameisterschaftsmedaille im Freistil schon. Hat leichte Gewichtsvorteile, der blaue Ringer. Und ja, wir sind gespannt. Also, ich glaube, das wird einfach ein ganz spannender Superkampf. Ja, auf alle Fälle sicher schwierige Aufgabe für den Simon. Der Nagi Peter hat immer doch leichte Gewichtsvorteile. Aber vielleicht kann er das mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Technik wegmachen. Aber es wird sicher schwierig für Michael Simon. Hier noch abtasten hier in der ersten Minute. Beide sehr konzentriert und wollen da ist eben nicht unnötig irgendwie in Rückstand geraten. Der
Der blaue Ringer probiert über das Handgelenk zu kontrollieren, um hier so gewisse Kontrolle zu haben. Liegt vielleicht dran, dass der Simon. Ja, super Angriff, super, jawohl, weiter, weiter, weiter. Super, war vorher auch schon. Richtig guter Angriff, also hat er wirklich sauber gemacht. Und vor allem muss man sagen, der Nordspitter ist eben auch ein internationales Aushängeschild, also der ist jetzt eben nicht kein unerfahrener Ringer, und das hat er wirklich super gemacht, der Simon, und geht somit eben auch 2-0 in Führung. Das ist das, glaube ich, der Nordspitter probiert da Handgelenk zu kontrollieren, der Simon ist leichter, aber auch schneller. Und der Angriff war blitzschnell. Er hat eigentlich nicht mehr reagieren können, erst wie es schon zu spät war. Und das muss man auch sagen, da ist Simon super draufgegangen, ohne Verzögerung, ohne Pause. Da macht es fast unmöglich zum Abwehren und Wertung zu vermeiden. Jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht. Ja, die, super. Die Aktion sehr entschlossen, eben auch durchgezogen, also von Anfang bis zum Schluss. Und somit auch eine verdiente Führung für Michael Simon im roten Trikot. Aber werden wir sehen, der Kampf ist noch lang. Blauringer probiert da über Finger greifen, das was nicht erlaubt ist. Also er wird jetzt auch vom Schiedsrichter ermahnt. Genau, man blockiert eigentlich so nur den Gegner und macht nichts für den Kampf. Und darum ist das nicht erlaubt im Ringsport. Wird aber auf so einem hohen Level ab und zu schon praktiziert. Das darf halt nicht zu viel sein. Ja, jetzt kommt es auch. Die Ermahnung für den blauen Ringer, er hat die Finger wieder gemacht, trotz vorheriger Ermahnung durch den Schiedsrichter. Er wird jetzt aufgefordert, aktiver zu ringen, die Finger nicht mehr zu nehmen. Sonst kann es auch Verwarnungen geben und Strafpunkte für den blauen Ringer. Das Tempo wird jetzt höher. Gibt jetzt ja, durch die Passivität von Ringer im blauen Trikot hat er jetzt eben 30 Sekunden Zeit. Also er wird jetzt eben da unter Anführungszeichen gezwungen, einen Angriff zu tätigen. Wenn jetzt in den nächsten 30 Sekunden kein Angriff kommt, dann geht der Punkt an Michael Simon. Genau, die Zeit läuft bereits, es sind nur noch 3 Sekunden, und wenn jetzt eben da kein Angriff vom Ringer im blauen super Trikot geht. Und aber die nächste Wertung. 3-0 Führung für den Simon. Ganz wichtig, immer konzentriert bleiben. Im Ringsport oder im Ringen, da kann oft ein Bruchteil von einer Sekunde einen Kampf entscheiden. Darum ist es sehr wichtig, dass man super, super. 3-0 Führung für den Simon, jetzt ist die Pause. Super Runde für den Simon, eigentlich keine Chance für den blauen Ringer eine Wertung zu machen. Aber der Kampf ist offen. Wir sind gespannt. Ja, es hat auf alle Fälle sehr, sehr gut gemacht, der Simon. Erste Runde 3-0 in Führung. Jetzt hast du auch die nächsten 3 Minuten weiterhin so konzentriert, den Kampf zu bestreiten. So, es geht los, die zweiten 3 Minuten und der nächste schöne Angriff. Super, Simon geht drauf, probiert an der Zone, jawohl, da ist die Wertung. Da muss die Wertung muss da Punkt sein. Sein. Super, Simon, super Angriff. Oh. Der nächste Punkt. Oh. Das heißt, einfach konzentriert bleiben, sich auf keine unnötigen Risiken einzulassen. 4-0 Führung. Schaut schon mal ganz gut aus für den Simon. Ja, und nach wie vor. Nächste Wertung für den Simon, eben wieder durch Fingergreifen. Es ist jetzt, wir haben jetzt 4 Minuten vom Kampf vorüber, und der blaue Ringer macht eigentlich durchgehend Finger. Jetzt gibt es ja die erste Verwarnung und einen zusätzlichen Punkt für den Simon. Ich glaube, das ist auch richtig so. Der blaue Ringer muss jetzt reagieren, kann mit seiner Taktik eigentlich nicht mehr weitermachen. Macht jetzt kommt der erste Angriff. Der Angriff, ja. Ja, gut. Ja, der Kampf ist hart, das ist internationales Niveau.
Man sieht, die beiden schenken sich überhaupt nichts. Es ist ein Kampfsport und werden jetzt aber auch ermahnt. Ja, Simon macht das halt richtig gut, er ist richtig motiviert. Hat er seinen ersten Heimkampf das letzte Mal ganz knapp verloren. Jetzt ist er in der Zone, jetzt muss er aufpassen, kommt gut wieder in die Mitte. Er ist super konzentriert, voll da, links wieder, sucht seine Fassart mit dem linken, der linken Hand aufziehen. Ein Not später, gibt jetzt Druck, aber Simon macht super. Bis jetzt eigentlich keine große Gefahr für einen Punkt, muss bis zum Schluss konzentriert bleiben. Ja, es ist ihm bis jetzt noch kein Fehler unterlaufen. Wir hoffen natürlich, dass es so bleibt. Wir haben jetzt noch 1 Minute 25. Auf. Sehr hohes Tempo. Wichtig ist jetzt auch, die beiden Ringer, die kennen das bis zum Schluss durchringen. Das Wichtigste ist auch die Konzentration hochhalten. Genau, jetzt. Jetzt die erste Wertung. Ist nicht viel passiert. Ein Punkt für Not später vom KSV Götz ist aber nach wie vor eine komfortable 5:1-Führung für den Simon. Und jetzt heißt es noch kämpfen. Drinnen bleiben, das ist super. Ja, das war ganz knapp. Simon muss jetzt konzentriert bleiben. Man merkt jetzt auch, sagen wir mal, körperliche Vorteile, Gewichtsvorteile vom blauen Ringer. Es geht noch 4 Sekunden. Jetzt heißt es kämpfen, einfach kämpfen. Auf, jetzt haben wir 3, 5, 3. Nein, hey, gibt's ja nicht. Und das war der Ausgleich, 5:5. Ah, so schnell hat sich das Blatt gewendet, bis zur letzten Minute so einen guten Kampf gemacht. Simon, aber jetzt dieser... Ja, 5:5. Und der Vorteil ist aber beim Ringer im blauen Trikot, weil er die letzte Wertung gemacht hat. 15 Sekunden, aber jetzt heißt es Gas geben. So, Simon, jetzt 10 Sekunden noch. 10 Sekunden, ein Angriff. Ein Angriff, ein guter Angriff. Schade. Die Zeit ist vorbei. 5:5 und das glücklichere Ende für den Ringer vom KSV Götz ist, der eben die letzte Wertung gemacht hat. Und die letzte Wertung bringt einen entscheidenden Vorteil. Somit gehen die Mannschaftspunkte nach Vorarlberg. Ach, schade, Simon hat wirklich einen guten Kampf gemacht, aber eine kurze Unaufmerksamkeit und der Kampf ist vorbei. Aber ich denke, es war in Summe auf alle Fälle ein guter Kampf auf sehr hohem Niveau. Super erste Hälfte von Simon. Zum Schluss haben wir dann doch gemerkt, auch gerade in der letzten Minuten haben wir 7 Kilo Gewichtsunterschied einfach gemerkt. Die Konzentration ist gefallen, die Müdigkeit ist ein bisschen eintreten und dann sind leider ein paar Punkte passiert. Die letzte Wertung der Zwarer, der Durchdreher, war sicher fragwürdig, aber so ist es im Ringsport. Gewaltiger Kampf. Jetzt haben wir den letzten Kampf in der Freistilrunde vor der Pause. Islam GNK vom AC Boys gegen Dila Asada Ali vom KSV Götz. Ich glaube, der erste Kampf in der Bundesliga vom Ringer aus Götz. Schauen wir mal. Sicher offener Kampf. Wir sind gespannt, hoffen natürlich für den Ringer vom AC Boys. Haben wir schon die erste Wertung? 2 Punkte. Die nächsten 2 Punkte. Schöne Aktion. Es geht im Stand weiter. 4:0 Führung. Noch 30 Sekunden. Das schaut gut aus. Ja.
Super, nächste Aktion. Vierer Wertung. Der Gegner ist vom Stand auf die Schultern geflogen. Da gibt es 4 Punkte dafür. Ist die zweithöchste Wertung im Ringsport. Es gibt dann nur mal 5 Punkte Wertung. Das sieht man leider sehr selten oder sieht man sehr selten. Das ist ein ganz hoher Wurf mit hoher Amplitude. Wird sehr selten vergeben. Das sind dann wunderschöne Aktionen. Aber wie gesagt, zweithöchste Wertung, 4 Punkte. Somit 8-0 Führung im Ringer vom AC Wals. Es scheint sehr, sehr sicher, was GKF Islam hier macht. Nein. Nächster Angriff, aber trotzdem muss er immer aufpassen. Wie schnell das geht, haben wir mal im vorigen Kampf gesehen bei Michael Simon. Oh, jetzt, also, ja. Ist schöne Wertung. Seppi, du hast es gerade gesagt. Schöne Wertung. Ali. Somit es waren jetzt 2 Punkte, hätte sie auch fast immer 4 Punkte Wertung verdient. Das aber stimmt, ja. Das hat er sehr schön gemacht, weil es war doch eine Wurftechnik vom Stand. Aber jetzt kommt GKF Islam wieder und macht die nächsten 2 Punkte und klare Führung 10-2 in diesem Kampf in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. Durchdreher. 12-2 Führung, 10 Punkte Differenz. Das heißt, da fehlt ihm noch 1 Punkt für vorzeitiges Ende. Hat jetzt leichte Probleme, aber das sollte nichts Gröberes sein. Der Kampf geht weiter, wir haben nur 40 Sekunden in der ersten Hälfte. Der Angriff, oi! Wieder eine sehr schöne Counteraktion, also es sagt, man darf sich nie zu sicher sein. Das ist genau das Gefährliche, was da passieren kann. Klare Führung, aber im Ringsport, wie man das sieht, kann es sehr, sehr schnell gehen. Eine falsche Aktion und das ist da passiert. Schultersieg für Dilawasara Ali vom KSV. Götz ist nach klarer Führung von GKF Islam. Er hätte nur noch einen Punkt benötigt, damit er den Kampf vorzeitig beenden kann. Doch es kommt anders und ja, Florian. Haben wir auch noch unseren ersten Schultersieg, glaube ich, gesehen in der ersten Hälfte. Wie gesagt, die höchste Wertung oder der höchste Sieg, unabhängig vom Punktestand, wenn man den Gegner einige Sekunden mit beiden Schultern auf die Matte drückt, dann ist der Kampf vorzeitig aus. Wir haben es jetzt auch gehabt, dass der rote Ringer 12-8 in Führung war. Trotzdem gingen alle Punkte an den blauen Ringer. Jetzt sind wir in der Pause. Ich glaube, wir haben. Ja, wir haben jetzt eine Situation, die was doch etwas überraschend ist, nämlich der AC Wals ist eben hier im Rückstand. 14-16 für den KSV Götz ist eben nach dieser ersten Runde, nach den Freistilkämpfen. Also die zweite Runde verspricht sehr viel Spannung. Und ja, wir sind zurück in Kürze und wir sehen dann auch eben 7 Kämpfe im griechisch-römischen Stil. Und der AC Wals muss eben da ja, 2 Mannschaftspunkte auf alle Fälle aufholen, damit er hier eben noch den Sieg in der Walserfeldhalle im zweiten Heimkampf erreichen kann. Ja, wir freuen uns, wenn es in der zweiten Hälfte auch wieder dabei seid. Bis gleich und wir sehen uns. Bis gleich. Es gibt Wünsche, die gingen einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und genau dafür gibt's die schnellen und einfachen Kredite von Raiffeisen. Raiffeisen, meine Bank. Für höllisch gute Momente haben wir das Stiegl Hell gebraut. Höllisch spierig mit nur 4,5% Alkohol. Teuflisch, so gefällt mir das. Jetzt neu, Stiegl 0,0% Freibier und 0,0% Zitrone. Gekonnte Planung. Erstklassige Markenprodukte. Handwerkliches Know-how. Ausgesuchte Materialien. Einzigartige Raumkonzepte. Und jede Menge Leidenschaft des Machel-Teams macht Wohnen so schön wie möglich.
Heimat Österreich. Wir sind federführend im Wohnbau, was Energieeffizienz betrifft. Passivbau, Solar, Photovoltaik und viele eigene Energielösungen machen das Wohnen in unseren Objekten umweltfreundlich. Heimat Österreich. Mit unserer Energie treiben wir auch den AC Wals an die Spitze. Ja, es war doch immer eine überraschende erste Hälfte, was wir heute gesehen haben. Es waren 7 spannende Freistilkämpfe, beziehungsweise 6, weil bei einem Kampf haben wir die Vorarlberger keinen Gegner gestellt. 14-16 ist der AC Wals hinten. Ja, wie siehst du die erste Hälfte? Ja, jetzt speziell der letzte Kampf war natürlich sehr bitter für uns, weil man nach so hoher Führung dann auf die Schultern gehen und 4 Mannschaftspunkte abgeben, ist halt schon. Ja, ist halt einfach, das sind einfach Mannschaftspunkte, was uns dann fehlen. Und deshalb auch der 16-14 Führung für Götzis. Es waren ein paar knappe Kämpfe. Der Simon mit dem Notch, mit dem Peter. Ich meine, wir haben gewusst, das wird ein spannender Kampf. Schade ist halt aber 5-0 führen. Hätten wir auch über die Zeit bringen können, weil bis zum ersten Punkt, eigentlich, was er angegeben hat, war das super gerungen, hat eigentlich den Kampf komplett dominiert. Die anderen Kämpfe sind eigentlich, da ist jetzt nicht viel daneben gegangen. Wir haben gewusst, die Götze ist ganz gut aufgesteckt, gerade von unten auf, 62 Kilo, 68 Kilo, da haben es zwei richtig gute junge Leute. Und somit sind wir jetzt 2 Punkte hinten, aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das jetzt dann in der zweiten Halbzeit einfach auch wieder aufholen. Wie sind deine Erwartungen jetzt eben für die zweite Runde? Ich denke jetzt eben noch 7 Kämpfe im griechisch-römischen Stil an. Ja, 2 Punkte muss der AC Wals aufholen, damit er hier eben nicht die erste Heimniederlage erleidet. Ja. Wie schätzt du die nächsten Kämpfe ein? Ja, ich denke, dass wir ganz gut aufgestellt sind in Griechisch. Wir haben natürlich Ringern, wir haben jetzt die 2 Ausländer in Freistil schon eingesetzt. Das muss man sagen, ich glaube, dass bei einer 88 Kilo Nummer in Griechisch auch der Notch später Nummer kommt. Also der, und ja, meine, es werden wieder spannende Kämpfe sein. Es werden wieder dieselben Gewichtsklassen sein, die was einfach spannend werden und die was halt dann auch entscheiden, ob wir gewinnen oder verlieren. Und dementsprechend, ich freue mich auf die zweite Hälfte, aber es ist. Wird sicher spannend werden. Ja, sehr gut. Wir sind jetzt mitten im Ligabetrieb und es sind einige Kämpfe, die was eben bereits schon gelaufen sind. Es stehen noch einige Kämpfe vor euch. Ich meine, du als Freistiltrainer, was steht jetzt als nächstes an? Eben, es sind jetzt eben, glaube ich, dann die nächsten Kämpfe auswärts. Und ja, wie geht es euch mit den Verletzten? Sind alle fit? So im Großen und Ganzen sind alle fit eigentlich. Wir haben jetzt dann 3 Wochen Pause. 3 Wochen, glaube ich, ja genau. Weil jetzt dann die WM in Oslo ansteht. Dann haben wir auswärts, glaube ich, Klaus. Genau. Und ja, ich meine, es ist im oberen Playoff ist es einfach so. Es ist jeder Kampf spannend, was auch für die Zuschauer, glaube ich, einfach auch das Ganze interessanter macht. Es sind mit 5 Mannschaften, die was halbwegs ebenbürtig sind. Ich meine, ich bin trotzdem der Meinung, dass wir einfach zum Schluss die Nase vorn haben werden, weil wir einfach die kompakteste Mannschaft und auch mit Kindern auch Verletzungen am besten wegstecken. Weil wir einfach einen ziemlich breiten Kader haben und ich glaube, das ist über längere Sicht gesehen einfach das Erfolgsrezept. Alles klar. Gut, Georg, dann wünschen wir dir alles Gute mit deiner Freistil-Truppe eben auch für die nächsten Kämpfe und danke fürs Interview und in Kürze geht es weiter bei uns. Danke.
Ja, liebe Ringsportfreunde, wir sind zurück mit dem nächsten Interviewpartner. Vor kurzem ist er noch auf der Matte gestanden, er ist jetzt noch leicht verschwitzt, aber schön, dass er da ist. Und zwar der Machel Simon vom AC Weiß. Es war ein sehr spannender Kampf gegen den internationalen Topringer, noch später vom KSV Götzis. Ja, Simon, der Kampf aus deiner Sicht, wie ist der gegangen? Oh ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Runde war eigentlich das Beste gelaufen, wie ich mir gedacht habe. Der erste Angriff ist mir gleich super durchgegangen und ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, dass ich oder habe gewusst, da kann mir eigentlich nichts passieren. Mit seinem Ringstil und so, wie ich gerungen habe, habe ich eigentlich gut kontrolliert. Dann zweite Runde auch eigentlich gut angefangen mit einem Punkt an am Mattenrand und dann hat sich das Körpergewicht oder die 7 Kilo mehr was hat ein bisschen bemerkbar gemacht. Wir sind dann ein bisschen die letzten Kernel haben wir ein bisschen gefällt dann am Schluss. Trotzdem haben wir 5-0. Kann es sein, dass ich unterbricht, dass sie vielleicht auch Taktik vom Gegner gewesen ist, dass er sich wirklich eben auf das eben auch vorbereitet hat, vom Kampfstil her? Kann sein, vielleicht haben sie ihm das vorher gesagt, glaube ich aber nicht. Ich habe schon gewusst, dass die Ungarn sind generell bekannt dafür, dass die hier eigentlich 6 Minuten Vollgas geben können. Deswegen habe ich mich auf so einen Kampf eingestellt. Ich habe gewusst, wenn ich meinen Ringstil durchbringe, dann kann es sein, dass ich ein paar Punkte führe und die muss ich halt dann am Schluss verwalten. Ist mir leider nicht geglückt und das ärgert mich schon ein bisschen, weil jetzt doch schon ein paar Mal so der Fall war, dass mir das passiert ist. Naja, Simon, wie geht es jetzt weiter bei euch? Es war jetzt eben auch die ersten Kämpfe sind vorbei, die ersten Begegnungen. Wie schauen die nächsten Wochen jetzt eben auch für dich aus? Von der Regeneration her, es sind jetzt doch die ersten Ligakämpfe vorbei. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Also bei mir fängt es eigentlich erst jetzt richtig an. Meine nächste Woche ist die allgemeine WM, da wo ich heuer nicht mitfahre, weil bei mir der Fokus nur auf der U23 WM liegt, die im einem Monat ist circa, also Anfang November. Und da trainieren wir jetzt von hier. Also für mich gibt es keine Pause. Für mich wird das nächste Monat jetzt richtig intensiv mit Training. Und ja, wie gesagt, dann der Peak ist dann die WM im November. Und es geht jetzt richtig los bei mir. Ja. Alles klar, Simon. Dann sage ich danke für das Interview und wir wünschen dir natürlich alles Gute danke. Für die nächsten internationalen Einsätze. Danke, danke. Alles klar. Danke und wir sind gleich wieder zurück. Ringen ist eine der ältesten olympischen Sportarten der Welt. Aktuell wird in zwei Stilarten gerungen, den griechisch-römischen Stil, auch Greco-Roman genannt, und den Vereinsstil, auch Freestyle genannt. In der ersten Folge unseres Ringer 1x1 zeigen wir euch den Unterschied zwischen den beiden Stilarten. Im freien Stil ringen die Frauen als auch die Männer, im griechisch-römischen Stil hingegen nur die Männer. Beginnen wir mit dem freien Stil. Der olympische Ringkampf hat nur sehr wenig mit dem Catchen oder Profi-Wrestling zu tun. Grundsätzlich streng verboten sind Tritte und Schläge sowie Würge- und Hebeltechniken. Für Freistilkämpfe sind Griffe am gesamten Körper des Gegners erlaubt. Dies gilt im Stand wie auch im Bodenkampf. Auch die Beine dürfen aktiv für Techniken eingesetzt werden. Die Freistilkämpfe beginnen immer im Stand in einer tieferen Grundstellung, weil eben Freistilringer auch mit einem Beinangriff rechnen müssen. Griechisch-Römisch-Ringer hingegen brauchen einen Beinangriff nicht fürchten. Der ist ausdrücklich verboten. Grundsätzlich zählt nur der Körper oberhalb der Gürtellinie als Angriffsfläche. Dies gilt im Bodenkampf als auch im Stand. Verboten ist auch jede Art einer Beintechnik. Einige Unterschiede zwischen den beiden Stilarten gibt es auch, was den Verlauf eines Kampfes betrifft. Mehr dazu in einer der nächsten Folgen des Ringer 1x1.
heutige Bundesliga-Saison ist natürlich ganz was Besonderes und vor allem sehr wichtig, weil eben das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre sehr beeinträchtigt waren durch die Corona-Pandemie. Das heißt, voriges Jahr hat es leider keine Liga gegeben. Darum ist es jetzt sehr wichtig, dass wir unseren Sport wieder präsentieren können. Darum ist diese Saison sicher irgendwie einmal ganz was Neues und was sicher ganz was Besonderes. Das Ziel für die heutige Saison kann natürlich nur eins sein: die Erringung des 54. österreichischen Mannschaftsmeistertitels. Und die Jungs sind sicher schon heiß drauf und wir werden alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen. Was mir beim AC Wals einfach so gefällt und das schon immer und das hat eigentlich auch nie aufgehört. Die Familie, also wir sind eigentlich eine Einheit, eine Familie, das merkt man dann auch immer in der Liga-Zeit, wie wir wieder jedes Jahr wieder aufs Neiche zusammenwachsen eigentlich und eben zu einer Einheit werden. Ringer für mich ist einfach der beste Sport, weil es halt vielseitig ist, weil man alles dabei hat, Kraft, Ausdauer und weil man halt allein kämpft für sich selber, allein auf der Matte steht. Und für Sieg oder Niederlage ist man dann selber verantwortlich. Aber genau deswegen taugt man dann die Liga, wo es um die Mannschaft geht, wo man sich für die Mannschaft reinhaut und gerade daheim wieder mal Ringer vor die eigenen Leute vom Publikum ganz rein zeigen und denen einmal das bisschen zurückgeben und sagen, wenn wir sonst eh noch irgendwo im Ausland unterwegs sind, Ringer, dann ist das echt cool, da haben wir wieder vor die Leute zum Ringen. Hallo liebe Sportfreunde, in der zweiten Folge des Ringer einmal eins machen wir das Reglement für den Mannschaftskampf zum Thema. Wir erklären euch, wie die Punkte vergeben werden und wer teilnahmeberechtigt ist. Zuerst aber das Grundlegende. Ein Mannschaftskampf besteht aus 14 Einzelkämpfen, 7 im freien Stil und 7 im griechischen Mischstil. Verteilt sind die 14 Kämpfe jeweils auf 7 Gewichtsklassen. Erlaubt ist auch, wenn ein Ringer in beiden Stilarten antritt. Schon bei der Abwaage, eine Stunde vor Kampfbeginn, muss der Trainer die Aufstellung für den ersten Durchgang mit 7 Kämpfen einer Stilart abgeben. In der Pause danach die Aufstellung für die restlichen Paarungen. Für 2
der 14 Paarungen müssen mindestens 2 Junioren aufgeboten werden, egal in welcher Stilart. Hingegen ist die Nennung von Legionären beschränkt und entsprechend der Platzierung aus dem Vorjahr genau reglementiert. Etwas Besonderes ist die Vergabe der Mannschaftspunkte bei Mannschaftsringen. Je nach Verlauf des Kampfes werden 3 bis 5 Mannschaftspunkte verteilt. Ein Kampf geht grundsätzlich über 2 Runden zu jeweils 3 Minuten. Ein Schultersieg jedoch beendet die Begegnung sofort. Ein Schultersieg ist, wenn der Gegner auf beiden Schulterblättern zu liegen kommt. Erkämpft sich ein Ringer einen Vorsprung von 11 Wertungspunkten, wird ebenfalls vorzeitig abgebrochen. Genauso, wenn ein Ringer disqualifiziert wird oder vorzeitig aufgibt. Hier zu 0 Punkte bekommt eine Mannschaft zugesprochen. Für einen Schultersieg, für ein vorzeitiges Ende wegen technischer Überlegenheit ohne Wertung für den Gegner, bei Aufgabe auch wegen einer Verletzung, bei Disqualifikation zum Beispiel nach der 3. Verwarnung, bei Nichtantreten des Gegners. 4:1 Punkte bei einem Sieg wegen technischer Überlegenheit bei einer Wertung für den Gegner. 3:0 Punkte bei einem Sieg über 2 volle Runden ohne eine Wertung für den Gegner. 3:1 Punkte bei einem Sieg über volle Kampfdauer mit einer gegnerischen Wertung. Der Sieger des Abends ist jenes Team, das am Ende die meisten Mannschaftspunkte gesammelt hat. Das Besondere bei diesem Punkteschlüssel ist, dass ein Ringer trotz Niederlage zu einem positiven Mannschaftsendergebnis beitragen kann. Das sorgt für viel Spannung. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Ringer 1x1. Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen zu Beginn der Veranstaltung nicht zu viel versprochen, als ich sagte, spannende Kämpfe hier in der Walserfeldhalle und ein ungewohntes Bild für den AC Wals hat sich hier nun gebildet. Der AC Wals ist 16:14 im Rückstand. Wie gesagt, ungewohnt. Wir haben tolle, wirklich spannende Kämpfe gesehen. Siege nur deshalb, weil bei Punktegleichstand ein Ringer die letzte Wertung gemacht hat. Das war beim Simon Machel, der ganz, ganz knapp gegen den Peter Notsch hier verloren hat. Und ebenso konnte unser Amir Khan Visalimov mit 6:6 eigentlich nur deshalb gewinnen, weil er die letzte Wertung gemacht hat. Also Spannung pur und der KSV Götzis führt hier mit 16:14, obwohl er in der Klasse 57 praktisch einen Kampf vorgegeben hat. Der KSV Götzis hat keinen Starter gestellt und ich denke, das geht jetzt griechisch-römisch so weiter, nur der AC Wals muss sich hier natürlich auf seine Stützen, auf die absoluten Spitzenringer wie Markus Rackinger, Amer Rustanovic jetzt absolut verlassen und die werden natürlich zeigen, was sie können. Also viel Spannung, in ein paar Minuten geht es weiter. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß.
Und hier sind, meine Damen und Herren, die griechisch-römischen des österreichischen Ringerrekordmeisters AC Watts. Sie haben mit Zimmermann, allen Hände, unser Spitzenmann, Helmut Hill-Mühlbacher. Liebe Ringsportfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier zum zweiten Kampfabschnitt zwischen dem AC Vals und dem KSV Götzis aus Vorarlberg. Ja, Florian, jetzt hätte ich fast Simon gesagt, der Bruder ist schon weg. Jetzt haben wir doch sehr, sehr spannende Kämpfe gesehen in der Freistilrunde. Wir haben jetzt die Paarungen da von der griechisch-römischen Runde. 7 Kämpfe im griechisch-römischen Stil. Ja, wie schaut es dir an? Eben die Mannschaftsausstellung vom AC Vals liegt vor. Was erwartest du von dem zweiten Kampfabschnitt? Ja, eigentlich ähnliches wie vom ersten. Wir haben super Kämpfe gesehen, wir werden auch im Griechisch super Kämpfe sehen. Es ist gewaltig spannend, nach dem ersten Kampf jetzt 18-16 für den AC Vals. Wir haben eine Revanche, gleiche Kampfbahn mit dem freien Stil. Wir haben Buffer gegen Notch in Griechisch wieder international wirklich auf ganz hohem Niveau den Kampf. Und Lukas Hörmann gegen Rackinger Markus. Rostanovic gegen Kogler, also sind wieder einige Kroche dabei. Und es geht jetzt eh gleich los mit dem Lukas Hörmann gegen Rackinger Markus. Der Markus, glaube ich, das der Nachwuchsringer, den wir in Österreich haben in den letzten Jahren, hat jedes Jahr seine Medaillen gemacht. Und ja, haben einen arrivierten Routinier, einen Hörmann Lukas.
sicher das eine oder andere Kilo auch schwerer. Und schauen wir mal wieder. Da haben wir jung gegen alt, erfahren gegen spritzig. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, ich würde sagen, es bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend in der heutigen Begegnung im Rahmen der Bundesliga 2021 zwischen dem AC Vals und dem KSV Götzis. Und ja, wir sehen jetzt im roten Trikot, wie der Florian eingangs erwähnt hat, an Rackinger Markus vom AC Vals und im blauen Trikot an Hörmann Lukas für den KSV Götzis. Ich glaube, beide kennen sich ja von den Begegnungen der letzten Jahre. Ja, wir sehen jetzt im griechisch-römischen Stil, das heißt, alles unterhalb der Gürtellinie ist nicht erlaubt, man darf keine Beine greifen, man darf kein Bein stellen. Somit hat man jetzt eine ganz aufrechte Kampfhaltung, weniger Distanz, ein bisschen direkter vielleicht, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Freistöße haben wir schnelle Angriffe aufs Bein, da ist ein bisschen träger, ein bisschen physischer und ja, man sieht gleich, wichtiger, dass man den Kampf aktiv gestaltet, dass man die Bewegung nach vorn hat, den Kopf hoch und aktiv sorgt, dass man einfach für den Kampf was tun will, eine Technik machen will, dann kann man auch belohnt werden und als Obermann in die Bodenlage gehen. Das werden wir jetzt dann, sagen wir, in den nächsten 30 Sekunden auch erleben. Der Schiedsrichter schaut, wer ist aktiver und sucht sich dann an, der dann die Chance hat, im Boden eine Wertung zu machen. Ja, ich habe das Gefühl, der Hörmann Lukas möchte hier seine Gewichtsvorteile ausspielen, aber der Markus bleibt aktiv, geht noch vor. Genau, das sehe ich auch so. Also wenn man schaut, die Vorwärtsbewegung sieht man eher bei Markus, sonst eigentlich sehr ausgeglichen. Gleich der Angriff vom Lukas und ja, sollte eigentlich dann, genau, jetzt ist es soweit, blau passiv, Punkt für einen roten Ringer. Der rote Ringer kann sich aussuchen, ob er im Stand weiterringen will oder ob er den blauen in die Bodenlage schickt. Meistens wird die Bodenlage gewählt, weil man als Untermann eigentlich nur die Möglichkeit hat zum Verteidigen und als Obermann einfach eine Chance für eine Wertung hat, womit im Stand die Chancen wieder gleich sind. Wir haben österreichische Staatsmeister, wir haben international, ah, super Aufheißer, super, überraschend, rechts angetäuscht, links nachher ausgeführt, ganz schön, man sieht, der Blauringer hat rechts abgewehrt, hat dann links sie überraschen lassen. Jetzt haben wir 3-0 Führung. Das ist natürlich in der Gewichtsklasse 130 Kilo schon eine sehr komfortable Führung. Genau. Die letzten 30 Sekunden vor der Pause wird wahrscheinlich weniger passieren, außer es kann jetzt wer Technik anbringen. Der Lukas wird nach der Pause sicher probieren müssen, den Kampf aktiver zu gestalten, dass er auch eine Bodenlage kriegt. Und der Markus wird sicher alles dafür tun, dass das nicht passiert. Genau. Somit geht es jetzt in die letzten 10 Sekunden bei der Pause. Ja, es bleibt hier beim 3:0 für Markus Rackinger. Vielleicht nur zu erwähnen, für uns ist der Markus Rackinger ja ein Begriff als Ringsportfreunde, aber man muss schon mal dazu sagen, also er hat jetzt eben viele internationale Medaillen für den AC Vals bzw. für den österreichischen Ringsportverband geholt, also unter anderem 2. Platz bei der Kadetten-Europameisterschaft und Weltmeisterschaft 2016, 2. Platz Junioren-Europameisterschaft und Weltmeisterschaft 2018 und auch 2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Markus Rackinger. 5. Platz bei der allgemeinen Europameisterschaft, da wo er eben auch schon gesagt hat, dass er da mit ihm zu rechnen ist. Und der 3. Platz bei der U23 EM 2021 war eben auch ein großes Highlight. Also wirklich Hut ab vor dieser Leistung. Mehrere internationale Medaillen auf verschiedenen Alterskategorien, also das ist wirklich außergewöhnlich. Hat man ganz selten, also das zeichnet schon Markus ein bisschen aus, dass man eigentlich nahtlos in Alterskategorien wechselt. Der Markus war sofort im ersten Jahr in der neuen Kategorie erfolgreich. Und ich glaube, gerade mit einer Top-5-Platzierung bei der allgemeinen Klasse, bei einer Europameisterschaft, zeigt er schon, auf was wir uns in den nächsten Jahren freuen können. Er ist am besten Weg zu einem Top-Ringer in der allgemeinen Klasse.
Nächster Punkt durch die Zone. Der arme Rustanovic, sag ich mal, das österreichische Aushängeschild der letzten 10 Jahre, zweifacher Olympiateilnehmer, ist der Trainer von Markus. Die trainieren miteinander. Von dem profitiert der Markus natürlich sehr. Das halt auch, der hat auch die Erfahrung, der kennt alle Situationen. Und ja, da ist der AC Wals schon sehr, sag ich mal, guter Dinge für die nächsten Jahre, sagen wir so. Ja, immer noch eine klare 4:0 Führung für Markus Rackinger gegen Hörmann Lukas. Aber es heißt auch, in dem Kampf aufpassen bis zum Schluss. Weil Hörmann Lukas ist doch immer ein routinierter Ringer und immer für Aktion oder für einen Punkt gut genug. Und wie schnell das gehen kann, haben wir auch in den vorigen Kämpfen gesehen. Aber der Markus, denke ich, wird da bis zum Schluss konzentriert bleiben. Und jetzt hat er die nächste Möglichkeit. Der Ringer im blauen Trikot in der Bodenlage. Und jetzt für den Markus Rackinger die Chance oder die Möglichkeit, im Bodenkampf hier eine Wertung bzw. die nächste Wertung zu erreichen. Jetzt errät er die Seite, kann somit abwehren. Ein technisches Problem bei der Zeitnehmung. Der Markus hat jetzt eine 5-0-Führung, einen komfortablen Vorsprung. Trotz alledem darf man nicht vergessen, wir haben einen Gesamtstand von 18-16. Der Kampf ist wirklich ausgeglichen. Das heißt, der Markus muss jetzt natürlich aufpassen, dass er auch keine technische Wertung abgibt. Das wäre nämlich zugleich ein Mannschaftspunkt. Und wenn wir das vermeiden können, ist das natürlich ganz wichtig auch für den gesamten Kampfverlauf, für die Mannschaftswertung nachher, die doch am Ende des Tages das Entscheidende ist. Ich denke, der Markus wird sich da in der letzten Minute nicht mehr auf allzu viele Risikoaktionen einlassen. Und auch konditionell sollten die 6 Minuten für ihn kein Problem sein. Er ist ja RSZ-Sportler in Rief in Salzburg. Genau, werden da unterstützt vom österreichischen Bundesheer als Leistungssportler. Und on top trainieren sie im Olympiazentrum im Rief für die Kraft- und Konditionstrainings. Und am Abend noch an dem Stützpunkt Trainingslokal vom AC Wals. Das was jetzt auch durch die Unterstützung, sage ich mal, oder durch die Gemeinde Wals-Sitzenheim vergrößert wird zu einem Leistungszentrum. Es wird, kommt ein neuer Kraftbereich, neue Garderobenbereiche und vieles, vieles mehr. Und da sind wir schon also wirklich in einer sehr glücklichen Lage, dass wir sowas bei uns im Wals haben. Ja, der Kampf neigt sich dem Ende zu, noch 4 Sekunden und es schaut recht sicher aus, was der Markus da macht. Super, Markus. Und die Punkte gehen an den AC Wals, war sicher eben ein wichtiger Kampf und sehr sicher und sehr routiniert hat er das schon fast gemacht, der Markus. 5:0 Punktesieger Rackinger Markus vom AC Wals. Ja, Gratulation, ganz souverän, hat nie einen Zweifel aufkommen lassen, hat nie eine Wertung zulassen. Super Leistung, das spricht er wieder von seiner Form. Jetzt haben wir im nächsten Kampf den Bektamirov Muhammad gegen Apakorov Rashid. Wir haben die Revanche vom freien Stil. Wie gesagt, zwei junge Sportler im Kadettenbereich U17. Und ja, der will jetzt natürlich seine Revanche und will auch seinen Tagessieg abholen vor heimischem Publikum. Da hoffen wir mal, dass ihm das gelingt. Ja, den ersten Kampf hat ja der Apakorov Rashid vom KSV Götzis aus Vorarlberg für sich entscheiden können. Überraschenderweise nämlich sogar relativ klar. 16:4. Und jetzt für Bektimirov Muhammad die Chance zu einer Revanche. Wir haben im ersten Kampf sehr viele knappe Entscheidungen gehabt, die meistens zugunsten vom Ringer aus Götzis gefallen sind. Wir hoffen natürlich, dass da jetzt das umgekehrt ausschaut. Es ist gleich wie im ersten Kampf, es ist sehr ausgeglichen. Einige Versuche, wir haben schon einen Schulterschwungversuch gesehen, einen Hüftschwungversuch vom blauen Ringer. Jetzt sind wir in einer Zwiegriffposition. Oh, der nächste Schulterschwungversuch.
super ausgekämpft, keine Wertung. Sehr schönes Ringen. Jetzt klemmt er ab. Ja, war der Ring im blauen Trikot, lass sich auf nichts ein. Mache ich vor 0 zu 0. Ah, nächster Versuch, Schulterschwung. Da gibt es jetzt die eigene Aktion. Das soll den Kampf attraktiv halten. Soll keinen Ringer bestrafen, der eine Wertung versucht. Und wenn man jetzt eine Wertung probiert und nicht auf dem Rücken fällt, sondern so wie jetzt am Bauch landet, dann geht der Stand, der Kampf im Stand weiter. Ohne einer gegnerischen Wertung. Eine sehr schwierige Entscheidung jetzt auf den Schiedsrichter. Normalerweise oder sie an zum Aussuchen, wer in die Brotlage geht. Also es ist jetzt wirklich schwierig zu entscheiden, wer aktiver ist. Wir haben von der Vorwärtsbewegung für mich gerade ziemlich gleich. Es gibt einige Griffversuche. Aber er kämpft immer wieder super aus. Aber nachdem ich auch dieser Angriff vom Ringer im blauen Trikot gekommen ist, jetzt die Verwarnung für Bektemirov Muhammad. Er muss in die Bodenlage und jetzt der Vorteil für Abukarov Rashid vom KSV Götz ist ja erst die Möglichkeit, in der Bodenlage ihre Punkte anzubringen. Er kann jetzt sie die Hand, kriegt den Armeinschluss hin. Wie war es auch eine alte Spezialität von dir, Josef? Ja, genau. Und kann die Zweierwertung machen. Somit auch. Jetzt kriegt er nur zwei Erwertungen in der Zone. Durch Unachtsamkeit hat er die Hand verloren, sagen wir mal. Und jetzt ist es wichtig, dass man im Stand konsequent weiterringt. Ja, 5 zu 0 Führung für Abukarov. Jetzt der Versuch, einen Hüftschwung anzubringen, aber auch aufgrund eigener Aktion geht der Kampf hier im Stand weiter. Schon, es gelingt ihm. Jetzt hat er die Häuser. Jetzt kommt die Pause zum richtigen Zeitpunkt. Er hat einen sehr engen Griff gehabt, rund um den Hals, hat aber den Armeinschluss dabei gehabt, sprich es ist, war alles regelkonform. Der rote Sportler hat dann probiert zum Abklopfen, was aber leider nicht erlaubt ist. Die Pause ist jetzt wirklich zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Wir sind 7-0 in Rückstand, ist aber noch alles offen. Bei den Jungs passieren sehr viele Punkte und wir hoffen, dass wir das nur irgendwie tragen können. Ja, jetzt die zweiten 3 Minuten Kampfzeit in dieser Begegnung. Ich denke, der Mohamed, der Ringer im roten Trikot, hat seine Vorzüge eher im freien Stil, aber trotzdem wird er da jetzt alles probieren, um den Rückstand von 7 zu 0 aufzuholen. Und er jetzt kann er riskieren und das macht er. Er riskiert und. Ja, das sind die zwei Punkte. Die sind auf alle Fälle mal wichtig. Eben speziell auch für die Mannschaftswertung sind es zwei wichtige Punkte. Jetzt sehr gerne. Und jetzt Hebertechnik. Super. Und Wurf. Super. 4 Punkte. Bravo. Und somit steht hier Bektemirov Muhammad. Und so schnell geht es im Rennsport. Er ist wieder dabei. 6 zu 7 nur ein Punkt. Der Kampf ist wieder offen. Super Aktionen. Man hat es gesehen beim Ringen. Es passiert relativ viel auf Druck und Gegendruck. Der blaue Ringer hat vorher kurz im Stand ein bisschen angegriffen. Er ist im richtigen Moment losgegangen, hat dann die Wertung ganz knapp noch anbringen können und hat mit einem Heber im Boden fortgeführt. Super Aktionen, wunderschöner Wurf. Und natürlich hoffen wir, dass wir griechisch-römischen mehr von solchen Würfen sehen. Jetzt aufpassen an der Zone. Aufpassen an der Zone. Der Parterlage raus, somit kein Punkt. Ja, die beiden Ringer verlassen den
die Kampfmatte in der Bodenlage und somit keine Wertung. Es geht weiter im Stand. Und jetzt die Möglichkeit für Bektimir auf Huamet und er macht die 2 Punkte. Ganz starke Aufholjagd vom Ringer im roten Trikot. Über den Fuß zurückziehen und jetzt. Ja, super. Hier. Und er direkt die Wertung. Sensationelle Aufholjagd für Bektimirov Muhammed vom AC Weiß noch 7:0 in der Pause. Jetzt war er den Kampf gerade in einer 10:7 Führung. Aber es geht noch 1:40, es bleibt spannend. Die nächsten 2 Punkte für Blau, 10:9. Es geht hin und her. Wir hoffen jetzt, der probiert einen Durchdreher, fast ganz eng. Lass die Hand raus, die Hüfte treffen. Ganz knapp, dass er das abwehren hat können. Der Kampf ist sehr spannend. Wir haben Aktionen für beide Ringer. Jetzt heißt es, die Konzentration hochhalten. Die letzten Minuten noch. So weiter ringen, wie jetzt die zweite Halbzeit gefunden hat. Ja, super. So, und wir kommen in die letzte Minute. Noch ein Punkt Vorsprung für Bektimirov. Aber Abakarov Rashid vom KSV Götzis wird sicher alles daran setzen, dass er diesen Punkt noch wegmachen kann. Ich sehe, die beiden Ringer sind jetzt wieder in einer, wir nennen es Zwiegriffsituation. Das heißt, dass man in einem Griff, oh, super, super reagiert, super. Ah, es geht hin und her in dieser Begegnung. 12-11, es war wieder 2-2. Punkteführung. Wertung für Rot zuerst, 2 Punkte, dann für Blau. Die nächste Aktion, Kopf raus, Fuß. Ah, sehr wichtige Wertung. Das war wirklich auf Messerschneide, aber die Punkte gehen an Bektimirov Muhammed. Super spannender Kampf. Und er geht mit einer 3-Punkte-Führung in die letzten 9 Sekunden. Man hat es gesehen, es sind nur mehr 9 Sekunden, es schaut ziemlich gut aus, aber es kann noch sehr viel passieren. Es heißt jetzt die Konzentration ganz hoch halten, die Hände beim Körper lassen, jetzt wird es aufpassen, Hände raus. 4 Sekunden. Es wird jetzt nichts mehr passieren. Und das war die Revanche. Muhammad Bektimirov gewinnt den Kampf, trotz einer sehr hohen Niederlage im freien Stil. Super, der AC Weiß geht in Führung. Wunderschöner Kampf. Starke Leistung noch 7:0 in der Pause. Hat er den Kampf noch drehen können und hochverdient dieser Sieg. Also hat er sich wirklich brav erkämpft. Gratuliere an Bektimirov Muhammed vom AC Weiß, der da die nächsten Mannschaftspunkte für den AC Weiß holen konnte. Ja, gratuliere an die beiden Jungs auch. Der Ringer von KSV Götzis hat super Wertungen sorgt im Freistil wie im Griechisch. Jeder hat seinen Sieg abgeholt. Ich glaube, das passt. Ja, und wir kommen zum nächsten Kampf. Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Rustanovic Ama, langjähriger internationaler Ringer vom AC Weiß und auch Olympiateilnehmer. Er kämpft heute gegen Kogler Martin vom KSV Götzis. Genau, vorher schon angesprochen, der Ama Rustanovic, jetzt als Trainer tätig für den AC Weiß. Sicher da. Und das Aushängeschild vom österreichischen Ringsport die letzten Jahre gegen den Kogler Martin. Den haben wir vorher auch schon mal gesehen im freien Stil, der einen ganz knappen Kampf geliefert hat. Jetzt sollte es aber eigentlich eine klare Sache sein für einen Armer, der geht als hoher Favorit in den Kampf, als griechischer Spezialist. Aber wir wissen, es kann sehr viel passieren und man muss immer konzentriert bleiben. Tempo ist hoch. Vor allem wäre es wichtig, denn Kampf zu Null zu gewinnen, damit eben die Mannschaftspunkte beim AC Weiß bleiben und eben keine Mannschaftspunkte zum KSV Götzis gehen. Und wie wir wissen, der Kogler Martin ist immer gefährlich und ist immer gut für eine Aktion und für einen Punkt. Wunderschön. Aber Hüftangriff. Sauber gemacht, der Hammer. Sehr schön. Jetzt ist eigentlich Boden seine Spezialität. Ein Durchdreher, 2 Punkte. 4:0 Führung. Ringsport vom Feinsten.
Der Arme weiß, um was das geht, und er wird hier sicher seine Routine spielen lassen. Jetzt da, anfänglich super. Umreißer vom Armer, wunderschön. Hat ihn jetzt in der gefährlichen Lage versucht, einen Schultersieg zu erringen. Man sieht, die linke Schulter von Martin ist noch ein bisschen in der Luft. Kanda kommt darauf, 8-0 Führung. Es fehlen jetzt nur 3 Punkte zur technischen Überlegenheit. Dame werde jetzt einen Heber probieren, eine Spezialität. Linker Heber, wunderschön, 4 Punkte. Dame auf, bravo Armer. Ganz stark, sehr routiniert, hat er nichts anbrennen lassen. Heute 4 wichtige Mannschaftspunkte für den AC Weiß, der somit 28-17 in den nächsten Kampf geht. Man sieht ja die Erfahrung vom Armer. Bei der 8-0 Führung hat er kurz auf die Punkte geblickt, hat gesehen, eine 2-Punkte-Wertung wird nicht ausreichen. Geht dann auf dem Heber, wo er weiß, das können 4 Punkte werden. Und somit kann er mit einer Aktion den Kampf beenden. Wunderschön. Ja, und wir kommen zum nächsten Kampf. Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm. Im roten Trikot für den AC Walsuwer Benedikt und im Blau für den KSV Götzis Kenesarian Abdrakman aus Vorarlberg. Ja, Florian, wir haben schon in der ersten Runde gesehen. Ich denke, der Kenesarian ist momentan in einer sehr, sehr guten Form. Also das wird auf alle Fälle eine schwierige Aufgabe für den Huber Benedikt vom AC Weiß. Genau, Huber Benedikt, ganz junger Sportler vom AC Weiß. In Weiß groß geworden, in Weiß aufgewachsen, also wirklich ein Eigengewächs vom AC Weiß. Und ja, der Kenesarian, den haben wir eh gesehen, der hat vielleicht den einen oder anderen Kampf in der Bundesliga mehr. Aber der Benedikt hat heuer schon eine super Saison gezeigt, hat schon super Kämpfe gemacht. Vor allem hat er gezeigt, dass er konditionell und körperlich in einer wirklich guten Form ist. Und da hoffen wir, dass er das jetzt auch ausspielen kann. Gibt sehr viel Druck vom Kenesarian. Aber ich glaube, für den Benedikt ist er jetzt ganz wichtig, dass er da diese ersten 1-2 Minuten heil übersteht. Dass er nachher auch seine Stärken ausspielen kann. Er macht das ganz gut, bringt da super mit. Ja, Gewichtsvorteile gibt es bei beiden nicht, also sie sind ziemlich gleich schwer. Aber er hält sich da in den ersten Minuten sehr kurz, der Benedikt. Du musst aufpassen, das ist eine Zielgriffposition. Die Fossart ist eher besser für den Blauen. Er muss jetzt aufpassen, dass er jetzt nicht in den Wurf. Muss probieren, dass er die linke Hand besser positioniert. Ah, gut. Also Fass hat gelöst. Jetzt eher der Vorteil beim roten Sportler. Genau. Somit ist wieder ausgeglichen. Der blaue Sportler ist eher ein bisschen aktiver von der Vorwärtsbewegung. Ich bin gespannt, wem sich der Schiedsrichter aussucht für die Bodenlage. Ja. Ich glaube, ist okay. Der rote Sportler ist jetzt ein bisschen passiv, hat das aber super gemacht. Jetzt war es verteidigen im Boden. Wenn möglich keine Punkte abgeben. Richtig. Ja, versucht hier eben den Arm zu erreichen, damit er hier Aufreißertechnik anbringen kann, aber es gelingt ihm nicht. Der Huber Benedikt wehrt da ganz gut ab im Boden. Ja, und er kann keine Wertung erreichen und es bleibt beim 1-0 für Kenesarian. Und wir haben erst nur eine Minute hier im ersten Kampfabschnitt. Genau. Ist das eigentlich eingetreten, was wir vorher angesprochen haben? Der Benedikt hat die ersten 2,5 Minuten gut überstanden. Jetzt geht es in 30 Sekunden in die Pause. Und nach der Pause muss sein Zeit kommen, muss seine Phase kommen, durch eben konditionell einer wirklich sehr guten Form. Mal schauen, ob ihm das heute auch gelingt. Ja, er wartet ab und ich denke, seine Chance wird kommen. Wahrscheinlich im zweiten Kampfabschnitt, aber dann hoffen wir, dass er eben seine Chance dann nützen kann. Du musst ihn.
Jetzt noch die letzten Sekunden. Aufpassen, Kopfklammerversuch. Kopf raus am besten. 4 Sekunden noch bis zur Pause. Oh, kein Punkt abgeben. Kommt, Hand rein, Pause. Gut, 1-0. Das ist okay, 1-0 ist. Super verteidigt jetzt eben die Aktion noch kurz vor der Pause. 1-0 ist mehr oder weniger eigentlich nichts, weil wenn man Kampf gewinnen muss, braucht man sowieso einen Punkt. Der Kampf ist offen, ist ausgeglichen. Und jetzt muss er schauen, dass er Gas gibt. So, es geht weiter da im spannenden Kampf in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm. Hauchdünne Führung für den Ringer aus Vorarlberg. Oh, Benni, genau, jetzt ist er rechts drinnen. Er versucht jetzt auch Druck zu machen. Ist jetzt auch wichtig. Jetzt Position ein bisschen besser für den roten Sportler. Jetzt wäre die Zeit, glaube ich, ganz gut, wenn er das Tempo ein bisschen erhöht, um dann die Bodenlage zu kriegen. Aufpassen bei der Zone. Eine Zwiegriff-Situation. Aber keiner möchte unnötig Punkte verlieren. Es ist ganz spannend. Es kann jetzt eigentlich jederzeit Angriff. Es werden wahrscheinlich beide Sportler ermahnt. Sie müssen was machen, sie müssen was probieren. Das Ziel muss immer sein, Technik anzubringen. Aber wichtig für Benni jetzt, der muss jetzt das Tempo erhöhen. Er muss Gas geben, er macht es jetzt. Er muss dranbleiben. Aus der Fosse hat raus. Ja, das ist ja, er gibt die Punkte, beziehungsweise einen Punkt. Aufgrund verlassener Matte geht der Punkt an Kenesarian von KSV Götzis und er baut seine leichte Führung aus von 1-0 auf 2-0 und wir kommen in die letzten 1 Minute 20 Kampfzeit. Man muss ja sagen, der Sportler aus Vorarlberg mit in einer sehr guten körperlichen Verfassung halten beide das Tempo hoch. Jetzt kommt die Zone immer näher. Er muss schauen, dass er da in die Mattenmitte kommt, der Benedikt, dass er dann keinen Punkt abgibt. Die letzte Minute ist angebrochen. Es ist noch alles möglich. Es ist nur kann Kampf auf alle Fälle, wenn er eine schöne Wertung anbringen kann, dann kann das ja eben auch den Sieg bedeuten. Aber das war natürlich eben auch der Ring aus Vorarlberg, deswegen werde sie da jetzt auf nichts einlassen. Und er gibt die Ermahnung. Die Blau-Basie, man muss auch sagen, der Schiedsrichter ist auch angehalten, durchaus das Ganze ein bisschen ausgeglichen, wenn der Kampf ausgeglichen ist, dass er auch beide Sportler mal in die Bodenlage schickt. Und durch den Kampf, der so spannend und ausgeglichen ist, ist es jetzt auch okay, dass der Benedikt der Obermann ist. Der blaue Sportler ist noch immer in Vorführung, das heißt, der Kampfrichter hat mit seinem Urteil jetzt nichts entschieden. Aber er lässt die Chance einfach in den letzten 30 Sekunden den Kampf nur zu drehen. 30 Sekunden, jetzt hat er die Chance. Huber Benedikt mit der Chance auf einen Sieg. Aber der Ringer wehrt sich hier sehr verbissen. Er probiert. Ach, es gelingt nicht. Ganz spannend. Jetzt muss er probieren, dass er im Stand was erreicht. 15 Sekunden, 2-1. Es würde ein Punkt reichen, es sind nur 2 Einzelwertungen. Dann wird die letzte Wertung entscheiden. Es würde Zonenpunkt reichen, es sind nur 5 Sekunden. Er probiert noch was. Leider jetzt. Ja, das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Nur noch eine Sekunde. Trotzdem, ich denke, es war ein spannender Kampf, es war ein offener Kampf, es war ein guter Kampf, der mit 3-1 an Kenesarian
Abtragmann für den KSV Götz, es geht. Genau, sehr hohes Tempo, sehr anspruchsvoll, leider sehr wenig Punkte, aber das ist halt auf einem hohen Niveau, wo beide Sportler annähernd gleich gut sind, da entscheiden nur mal Nuancen. Und da hat der Sportler aus Vorarlberg das einfach für sich entschieden, hat das bis zum Schluss konzentriert durchgezogen. Genau, jetzt kommen wir schon zum nächsten Kampf. Ufer Benedikt gegen Notch später. Notch später sind wir zum zweiten Mal. Ah ja, ein Ringer, einer der wenigen Ringer, der war wirklich beide Stilarten beherrscht. Hat, glaube ich, in beide Stilarten sogar im Freistil hat er eine Medaille. Im griechisch-römischen am 5. Platz bei der U23 EM, also Top-Platzierungen in beiden Stilarten. Das gibt es ganz, ganz selten. Und genau, wir haben dasselbe Bild wie im Freistil. Leichte Gewichtsvorteile für den blauen Sportler. Wir hoffen, dass der Buffel Benne seine Siegesserie von heuer fortführen kann. Und der ACV Innsbruck gewinnt den AD Vigan Olympic mit 34 zu 26. Sieger Goldmedaille Innsbruck. Sehr gut, der Benne gibt jetzt Gas. Er hat keine Wertung, es war einfach anreißen. Der Benne geht nach vorne, ist aktiver. Ja, er macht das sehr ambitioniert, der Benne. Ich denke, der Schiedsrichter könnte jetzt immer drüber nachdenken, ob er die Passivität aufzeigt. Super. Für den Ringer aus Vorarlberg. Wir sehen den klaren Willen zur Technik, wir sehen Vorwärtsbewegung. Ich glaube, dass man in den nächsten Sekunden schon mal den blauen Sportler in den Boden schicken darf. Wenn es so weitergeht. Genau das macht er. Punkt für den Benne, Bodenlage. Ich denke, das erste Teilziel ist auf alle Fälle mal erreicht, eben der Mannschaftspunkt, das ist auch immer ganz wichtig. Es ist ja doch immer ein Mannschaftskampf, den wir heute da sehen. Und der Punkt ist da für die Mannschaft und ja, alles, was jetzt noch kommt, ist auf alle Fälle eine Draufgabe. Ich denke, Favorit ist doch der Ringer im blauen Trikot, aber der Benne macht das bis jetzt eben sehr, sehr gut. Muss man sagen, auch der Benne mittlerweile im AC Wals Trainerteam angekommen. Der blaue Sportler, ich glaube ein Vollprofi aus Ungarn, eben mit diesen Gewichtsvorteilen, das schon gerade im griechisch-römischen Stil, der was sehr, sehr physisch angehaucht ist, dass man da der zu favorisieren ist. Entschuldigung. Wir haben die Führung, wir haben den Punkt. Man sieht wieder, Ringen auf sehr hohem Niveau, beide international tätige Sportler. Benny war ja jahrelang im österreichischen Bundesheer als Leistungssportler angestellt, war auf Europa-Weltmeisterschaften, genauso wie der blaue Sportler. Darum, das sind Kämpfe. Schöne Aktion mit Blauen. Ein Heberversuch weiter. Das war. Nein! Das gibt's ja nicht! Das darf ja nicht da sein! Ah, unmöglich! Es war kein Fuß, es war kein Viertel. Entschuldigung, die Entgleisung, aber das war es eben doch immer. Wir sind doch beide beim AC Wals. Vielleicht leichter für den AC Wals, aber das war jetzt für uns beide, glaube ich, jetzt nicht die richtige Entscheidung. Der Sportler ist klar am Bauch gefallen. Es war keine vierer Wertung. Benny hat das auch noch für sich super abgehört. Also vier Punkte Wertung gibt es normalerweise dann, wann eben der Gegner in die gefährliche Lage gebracht wird. Und das ist eben in dieser Aktion nicht passiert. Deswegen waren die vier Punkte jetzt so schön der Wurf war, aber es waren keine vier Punkte. Aber jetzt ja, probiert er. So ist die nächste Hebetechnik von Notch später. Und jetzt ist gelungen. Aus. Es ist aus. Eine Spezialität vom ungarischen Sportler, der verkehrte Heber. Hat er schön ausgeführt, das muss man sagen. Wobei ich doch noch erwähnen möchte, dass es eigentlich gar nicht so weit gekommen wäre. Der Wurf vorhin war eine klare Zweierwertung. Ich habe da auch keinen Fuß gesehen. Somit wäre der Benne eigentlich nicht mehr im Boden gekommen. Ein bisschen schade, wir haben unseren Punkt.
Wir haben, der AC Wals ist ja somit jetzt mit dem Kampf fixer Sieger von dieser Partie, was in der Halbzeit noch mit einem Rückstand, wo er, sind wir jetzt in Führung, seit 30-24. Wir haben nur einen Kampf. Der Burger Christoph gegen Asukanov, Abu Bakr und der Hofmalers. Der Kampf für uns. Ja, zumindest, wenn man die Mannschaftspunkte anschauen kann, nichts mehr passieren, das ist, denke ich mal, wichtig. Und im letzten Kampf sehen wir in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm am Burger Christoph für den AC Wals. Und er kämpft, wie der Florian bereits erwähnt hat, gegen Asukanov, Abu Bakr vom KSV Götzis. Und ich denke, der Christoph geht da als Favorit in diese Begegnung. Und so, wenn wir gesehen haben, dass der blaue Sportler für Überraschungen gut ist, mit dem ersten Kampf, mit einem kleinen Rückstand. Oder war er das? Nein, der ringt zum ersten Mal. Stimmt, mein Fehler. Das war. Aber natürlich passieren kann immer was im Ringsport. Und, aber der Christoph ist auch mittlerweile ein sehr routinierter Ringer vom AC Wals und der sollte das doch sicher nach Hause bringen. Aber ich denke, es war auf alle Fälle ein guter Wettkampfabend. Also es war spannend bis zum Schluss. Es waren wirklich super Kämpfe dabei. Und auf alle Fälle Werbung für den Ringsport. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Da bin ich genau deiner Meinung. Wir haben wirklich gewaltige Kämpfe gesehen, was man oft nur auf Europa- oder Weltmeisterschaften sieht. Und es ist schon eine Besonderheit. Jetzt wird wieder ausgekämpft. Im Boden, der Christoph probiert da einen Schulterschwung abzuwehren. Probiert da seine Hand rausbringen. Aktion! Genau. Und macht die Wertung. Oder? Noch nicht. Noch nicht. Jetzt super. Jetzt ist es soweit. Zwei Punkte. Ja, Christoph geht da in die Führung, 2-0, nach dieser Wurftechnik da am Mattenrand. Und er macht da weiter, wo er aufgehört hat, die nächsten zwei Punkte für Burger Christoph vom AC Wals. Jetzt schaut die Fosse schon gut aus für einen Durchdreher. Eine Spezialität von Christoph, der macht das relativ weit oben und hat da wirklich einen super Druck. Wir haben jetzt schon 10-0, das wäre jetzt die letzte Wertung, super, 12-0, technisch überlegen. Überlegenheit für den Burger Christoph. Somit geht der Kampf um 24-34 für den AC Wals aus. Seppi, was sagst du? Ja, das war es doch in Griechisch-Römisch. Dann für den AC Wals etwas klarer, aber nach der falschen Runde war es auf alle Fälle ein sehr ausgeglichener und interessanter Wettkampfabend. Und ich glaube, da haben wir halt wirklich im Ringsport vom Feinsten gesehen. Und ja, nach dem Rückstand zur Pause hat der AC Wals den Kampf doch noch drehen können und gewinnt diesen Mannschaftskampf mit 34-24 gegen den KSV Götzis. Haben wir halt wieder gesehen, also sicher ist nichts im Ringsport und ja, es heißt einfach kämpfen bis zum Schluss und sind wir froh, dass wir eben da die weiße Weste sozusagen behalten haben in dem heutigen Kampf gegen den KSV Götzis. Genau, es ist jetzt, glaube ich, nach einer Pause, genau, wir haben eine Ligapause, wir haben die Weltmeisterschaften vor uns in Oslo. Das, sag ich mal, das zweitwichtigste internationale Event, was es im Ringsport gibt. Die Olympiade haben wir heuer gehabt, ein Jahr Zeit versetzt. Wir haben unsere Ringe haben ein bisschen Verschnaufpause. Wir werden, der Burger Christoph ist, glaube ich, unser einziger Starter, wenn ich jetzt richtig liege, in Oslo. Und wir sind dann wieder das nächste Mal online am 23.10. Genau, haben wir jetzt ein paar Wochen Pause. Wir freuen uns schon. Genau, also jetzt sind eben die Sportler zum Teil auf den internationalen Einsätzen unterwegs und sind eben da auf der Matte. Und wir haben jetzt eben da eine kurze Ligapause aufgrund eben dieser internationalen Großereignisse. Aber spätestens am 23.10. würden wir uns freuen, wenn es wieder dabei seid, eben bei uns beim Livestream beim AC Wals und eben hier den Ringsport mitverfolgt aus der Walserfeldhalle. Die Mannschaften verabschieden sich gerade und wir wünschen natürlich unseren Gästen vom KSV Götzis eine gute Heimreise. Und ja, wir werden uns noch kurz hören bzw. sehen mit einigen weiteren Interviews hier aus der Walserfeldhalle. Danke. Thank you.
Es gibt Wünsche, die gingen einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und genau dafür gibt es die schnellen und einfachen Kredite von Raiffeisen. Raiffeisen, meine Bank. Für höllisch gute Momente haben wir das Stiegl Hell gebraut. Höllisch bierig mit nur 4,5% Alkohol. Teuflisch, so gefällt mir das. Jetzt neu, Stiegl 0,0% Freibier und 0,0% Zitrone. Gekonnte Planung. Erstklassige Markenprodukte. Handwerkliches Know-how. Ausgesuchte Materialien. Einzigartige Raumkonzepte. Und jede Menge Leidenschaft des Machelteams macht Wohnen so schön wie möglich. Heimat Österreich. Wir sind federführend im Wohnbau, was Energieeffizienz betrifft. Passivbau, Solar, Photovoltaik und viele eigene Energielösungen machen das Wohnen in unseren Objekten umweltfreundlich. Heimat Österreich. Mit unserer Energie treiben wir auch den AC Wals an die Spitze. Freunde, wir haben jetzt eben noch einen Interviewpartner bei uns in der Walserfeldhalle. Ich freue mich, dass ich bei mir einen Amar Rustanovic begrüßen darf. Der Amar war ja über Jahre bzw. Jahrzehnte, muss man fast sagen, internationales Aushängeschild vom AC Wals, war eben auch Olympiateilnehmer. Ja, und es freut mich, dass er heute bei uns ist. Wir haben ihn eben auch vor kurzem noch auf der Matte gesehen. In der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm hat er ja seinen Kampf souverän gewonnen. Amar, du bist zurück auf der Matte sozusagen, dein erster Heimkampf heute. Wie ist der gegangen? Ja, erster Heimkampf, ja, genau. Vor zwei Wochen habe ich noch gegen Hörbrands auswärts gekämpft. Ich muss sagen, ich schaue, dass ich mich noch fit halte. Ich muss auch ab und zu einspringen für den Markus als Trainingspartner. So kriege ich meine ringspezifische Ausdauer und Kraft halt und Training, was ich brauche. Aber mir geht schon das, was ich schon merke, mir geht schon das tagtägliche Training ab auf der Matte. Ich kann es zwar zur Zeit noch kompensieren, aber auf Dauer muss ich mich natürlich mehr bemühen und mehr trainieren, wenn ich auf dem Level bleiben will. Aber ich bin zurzeit Trainer im AC Wals, in der Nationalmannschaft, im Verband auch tätig, bei den Schülern, Kadetten, in jedem Altersbereich eigentlich. Es macht mir sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen zu arbeiten und kann auch selber noch ein bisschen trainieren. Und ich sage einmal, durch das, dass ich jahrelang international unterwegs war, auf einem ziemlich hohen Level, kann ich von den Reserven noch zehren, noch längere Zeit. Und ich schaue einfach, dass ich mich noch ein wenig fit halte für die Liga und ich fahre noch ein bisschen aus, so gut es geht. Ja, für die Zuseher zur Erklärung, der Amar ist jetzt im International nicht mehr unterwegs, er war eben sehr lang für den AC Wals unterwegs und ja, wie schaut es jetzt aus mit den nächsten Kämpfen? Also du bist ja eben auf der einen Seite eben Trainer und eben auch Ringer. Wie bereitet man sich da eben auch für die nächsten Kämpfe zu?
Ja, gute Frage. Wie gesagt, ich bin Trainingspartner für den Markus noch. Da halte ich mich noch relativ fit. Ich hoffe aber, dass wir im AC Wals und auch durch meine Hilfe, dass wir Nachwuchs so weit kriegen, dass wir die irgendwann einmal in naher Zukunft ablösen, dass ich mir das nicht mehr andern muss. Ich helfe gerne aus, aber wir müssen weiterdenken, weiter in die Zukunft schauen und der Nachwuchs ist unsere Zukunft und da müssen wir ziemlich viel investieren. Man hat es auch gesehen, wir haben ein paar Ausfälle bei uns im Verein und die Nachwuchsarbeit ist da extrem wichtig und das ist eben auch meine Aufgabe, dass wir wirklich was auf die Füße stellen. Und solange es noch geht, springe ich auch gerne als Trainingspartner ein im Training, überhaupt keine Frage, aber die Zukunft gehört der Jugend. Aber die Liga ist ja heuer sehr ausgeglichen, ich glaube, das kann man so sagen, also eben auch, dass jetzt der KSV Götz ist, haben wir gesehen, dass eben die jetzt da noch dran sind, dass die gar nicht weit weg sind, KSK Klaus, Hörbrands, Inzing, also eben viele starke Gegner für die Walser Ringer. Wie schaut dein Tipp aus, die heurige Finalbegegnung? Ja, ich hätte eigentlich tippt auf Wals Inzing, aber Inzing hat in die letzten zwei Wochen zwei Rückschläge einstecken müssen mit zwei super Leuten, was haben. Somit fallen die leider weg. Ich meine, es kann immer was passieren, aber so wie es heute gelaufen ist, vielleicht mein Tipp ist AC Wals Götzis Finale. Okay, wir werden sehen. Armer, danke auf alle Fälle fürs Interview und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Gut, und wir sind zurück dann mit einem zweiten Interview und ich hoffe, dass ihr mal weiterhin noch live drauf bleibt bei uns beim AC Wals. Danke. Ja, liebe Ringsportfreunde, mein nächster Interviewpartner, freut mich ganz besonders, dass er eben heute bei uns da ist. Machl Anton, Obmann von AC Wals und eben auch selber langjähriger internationaler Ringer und ja, Ringsportkenner. Toni, die ersten Kämpfe sind vorbei, die ersten Mannschaftsbegegnungen. Wie zufrieden bist du mit den bisher gezeigten Leistungen und was erwartet uns in der Zukunft? Ja, von der Mannschaft her können wir nur sehr zufrieden sein. Wie gesagt, man sieht ja, dass sie alle andere Mannschaft gegenseitig besiegen. Und wir trotzdem auf der Siegerstraße blieben sind, aber man sieht, wie spannend eigentlich so ein Ringkampf jetzt ist, heuer in der Liga, die ist ziemlich ausgeglichen. Aber trotzdem sind wir froh, dass wir heute wieder gewonnen haben und mich freut es besonders, dass wir das jetzt mit Livestream begleiten, vor allem für unsere Sponsoren ist sehr, sehr wichtig auch, weil wir die reduzierten Zuschauerzahlen immer noch haben und das ist, glaube ich, eine riesengroße Freude zum Zuzuschauen mit der perfekten Aufbereitung. Ja, das macht uns stolz und wir kämpfen weiter. Am 23. ist der KSK Klaus da, wird sicher wieder ein spannender Kampf und dann zum letzten Duell gegen den AC Hörbrands, wo es auswärts sehr, sehr spannend war. Also wir haben jetzt nur zwei schöne Highlights und hoffen wir dann, dass wir am 11. Dezember da in der Halle das Finale ausrichten dürfen. Ja, Toni, du bist ja auch beim österreichischen Ringsportverband in der Führungsriege, sage ich jetzt einmal. Es stehen jetzt einige internationale Bewerbe an. Wie stehen da die Chancen für die österreichischen Ringer und was erwartet uns da in Zukunft? Ja, da ist nächste Woche die Weltmeisterschaft in Oslo. Da haben wir leider verletzungsbedingt eine kleine Mannschaft, weil die Martina Kuhns, der Daniel Gastler und der Wagner Michael ausfallen, verletzungsbedingt. Aber mit Christoph Burger, mit Johannes Ludescher haben wir zwei kleine heiße Eisen im Feuer. Wie gesagt, das ist eine kleine Mannschaft. Und dann Mitte November ist die U23-Weltmeisterschaft in Belgrad, wo der Markus Racking und der Simon Machl wieder angreifen. Wie gesagt, da erhoffen wir uns wieder eine vordere Platzierung. Wie gesagt, wir haben heuer sehr gute Ergebnisse eingefahren, aber das basiert sicher auf die gute Zusammenarbeit im Verband und auch eine gute Struktur im Trainerteam. Und da wollen wir weiterhin aufbauen.
ja, es hängt alles zusammen, die Bundesliga, die internationalen Einsätze, und unser großes Ziel muss halt wieder sein, dass wir 2024 in Paris wieder einen österreichischen Ringer auf der Matte sehen können. Dani, abschließende Frage. Du hast es ja eben auch bereits erwähnt, die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Und das ist immer die Frage, die ich jedem zum Schluss noch stelle. Wie lautet dein Tipp für das heutige Finale Bundesliga 2021? Boah. Also ich glaube, AC Hörbrand, KSK Klaus und RS Zinzing, die schätzen ungefähr alle gleich ein. KSV Kötz ist ein bisschen dahinter. Das kann man wirklich nicht sagen. Also ich sage mal, die nächsten zwei Runden werden sicher entscheiden, wer da vorne sein wird, aber vielleicht eher nur der KSK Klaus wieder, aber wie gesagt, mit Götzis und auch mit Hörbrand und mit Inzing haben sie zwei Außenseiter, die was wirklich eine sehr gute Rolle spielen. Schauen wir mal, wir wollen, dass wir in der Wolfsburg-Halle am 11. Dezember da im Finale stehen und der Gegner, der muss sich selber entwickeln. Alles klar. Dani, danke, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und danke fürs Interview. Bitte. Es gibt Wünsche, die gingen einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und genau dafür gibt's die schnellen und einfachen Kredite von Raiffeisen. Raiffeisen, meine Bank. Ja, liebe Ringsportfreunde, mein letzter Interviewpartner des heutigen Ringsportabends ist bei mir der Burger Christoph vom AC Weiß. Er ist auch vor kurzem nur auf der Matte gestanden. Christoph, 77 Kilogramm, dein Kampf hast du relativ klar gewonnen. Wie ist er dabei gegangen? Ja, eigentlich ganz gut. Also am Anfang ein wenig schwader, weil er, glaube ich, ein Freistiller ist und ein ganz komisches Ringteil, also immer so Blocken und so. Aber dann mit dem Rumreißen, mit der Aufreißung im Boden ist dann echt ganz gut gegangen und ja, nein, also im Endeffekt hat es für uns gepasst. Ja, es war dann doch eben ein relativ klarer Sieg und du hast es eben souverän nach Hause gerungen, wie man so schön sagt. Ja, die ersten Ligakämpfe sind erst einmal vorbei. Wir haben erst ja internationale Ligapause, sage ich erst einmal, beziehungsweise eben eine Pause aufgrund der internationalen Einsätze. Bist du auch im Einsatz, oder? Ja, genau, also wir haben nächste Woche noch die WM in Oslo und ja, auf die bereite ich mich jetzt eigentlich schon die letzten Wochen vor. Und das ist jetzt mein letztes Großereignis für heuer. Und da hoffe ich mir noch eine gute Leistung. Wie geht es nach der Weltmeisterschaft weiter? Ja, dann ist die internationale Turniere oder die internationale Dings für heuer vorbei. Und dann nur noch die Liga, jedes Wochenende bis Mitte Dezember. Und dann einmal ein bisschen Pause. Wir haben heute schon öfters gehört, dass die Liga relativ ausgeglichen ist. Wie ist deine Einschätzung? Wie schauen die finale Begegnungen aus? Oder welcher wird der härteste Brocken für den AC Weiß? Ja, schwierig zu sagen, weil eigentlich jeder gegen jeden jetzt schon gewonnen hat, beziehungsweise verloren hat. Und jetzt, weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ich tippe auf Klaus wieder. Götz ist auch, wie man heute gesehen hat, wirklich eine gute Mannschaft da hat. Und der wirklich gefährlich werden können fürs Finale. Aber im Endeffekt ist es eigentlich egal, wenn wir ein Finale haben. Und ich hoffe einfach, dass wir das gewinnen. Alles klar. Christoph, danke. Dann wünschen wir dann nächste Woche bei der Weltmeisterschaft alles Gute, einen verletzungsfreien Verlauf und dass wir eben dann am 23.10. wieder da in der Wolfsburg-Halle zusammen sind. Das, danke. Alles klar. Dankeschön. So, machen wir Verabschiedung. Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I
just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call the pastor, doctor. Ja, der heutige Ringsportabend ist Geschichte. Wir sagen danke, dass du wieder mit dabei warst. Freut uns, dass ihr mal bis zum Schluss dabei blieb im Satz. AC Wals gegen den KSV Götzis ist vorbei. Ganz kurz noch Florian, dein Resümee des heutigen Ringsportabends. Ja, ich glaube, man muss sagen, es waren gewaltige Kämpfe. Es ist immer besser geworden. Kämpfe auf internationalem Niveau. Und ja, ich glaube, wir können uns wirklich freuen, auf was noch kommt in der heutigen Bundesliga-Saison. Ich glaube, 23.10. ist der nächste Termin, wo wir wieder live beim AC Wals Stream sind. Und ja, also wirklich super Abend. Alles klar. Dann sagen wir danke. Wir wünschen euch alles Gute aus der Walserfeldhalle. Und uns bleibt jetzt nur noch eins, Florian. Gute Nacht.